أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى جميع عباد الله الموحدين Amma ba'd. Wir werden inshallah versuchen, im heutigen Koranprojekt 394 im Rahmen des Verses 248 des Surah Baqarah über eines der wichtigsten Gegenstände der Menschheitsgeschichte zu berichten. Nicht nur eines der wichtigsten Gegenstände werden wir heute versuchen hier, wenn auch nur für einen bestimmten Zeitraum zu thematisieren, sondern eins der heiligsten, in Anführungsstrichen, Gegenstände bzw. Reliquien der Menschheitsgeschichte versuchen hier im 394. Koranprojekt zu berichten. Letztendlich wird es heute, und vor allem den heutigen Unterricht möchte ich damit versuchen, informationsreich auszuschöpfen, wird es heute letztendlich um die berühmte Bundeslade gehen. Ja, das heutige Thema wird inshallah im 248. Vers des Surah Baqarah die Bundeslade sein. Was ist die Bundeslade? Wer hat sie gebaut? Was ist ihr Stellenwert in der Geschichte, im Laufe der Menschheitsgeschichte? Was für Interpretationen gibt es über die Bundeslade? Und eines der wichtigsten Fragen, die man sich immer wieder bis zum heutigen Tage stellt, wo befindet sich oder wo könnte sich die Bundeslade heute befinden und was für einen Stellenwert hat die Bundeslade für uns? Also für uns meine ich nicht im Islam, sondern für die Umma Mohammeds. Für die Umma Mohammeds. Und diesbezüglich möchte ich, wie gesagt, den heutigen Unterricht mit diesem Thema versuchen, an unterschiedlichen Informationen zu untermauern. Und ich betone nochmal, ich bitte euch inshallah ganz genau zuzuhören, weil dieser Unterricht wird kompakt sein. Das ist ein ganzer Unterricht, wo es wirklich jetzt um die Bundeslade, um dessen Inhalt und um dessen Funktion inshallah gehen wird. Vorab, das ist der dritte Teil unserer Vortragsreihe, die Reise. Ihr wisst ja, wir haben ja eine Reise begonnen vor zwei Unterrichten. Und im letzten Unterricht ging es ja bei unserer Reise um die Aristokraten und um einen Prophet. Also die Aristokraten der Kinder Israels zu einem von ihrer Propheten, höchstwahrscheinlich Samuel, gekommen sind und wollten von ihm, dass er ihnen einen König bzw. einen Kommandanten ernennt. Ja, obwohl sie einen Propheten haben, kamen sie zu ihm und wollten letztendlich einen König haben. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Wenn es einen Propheten gibt, was braucht ihr noch einen König bzw. einen Kommandanten? Und wollten letztendlich auf dem Wege Gottes kämpfen. Und nachdem Allah ihnen den Kampf für die Kinder Israels Pflicht geschrieben hat, das heißt ihnen befohlen hat und ihnen einen König letztendlich Talut, also auf Deutsch Saul, ausgewählt hat, wendeten sich bis auf einen kleinen Teil, illa kalila minhum, von ihnen ab. Das heißt, ein großer Teil wendete sich von dem ab, was sie noch vor einigen Stunden, sage ich mal, selbst von ihrem Propheten, das heißt Samuel, gefordert haben. Und das ist natürlich sehr interessant. Plötzlich stand der Prophet, der König Saul, also beziehungsweise Talut, mit einer ganz kleinen Armee alleine da und standen letztendlich mit leeren Händen, in Anführungsstrichen, materialistisch gesehen mit leeren Händen da. Und genau jetzt, und das ist hier der heutige Unterricht das Thema, ändert Allah den Lauf der Geschichte, indem er Talut, den neu erwählten König, ja, oder Kommandanten, ein Wunder in die Hand gibt, so dass alle Aristokraten, darunter die Medien, die Lobbys, die Finanzen, wie gesagt, wir haben im letzten Unterricht darüber gesprochen, wo sie alle zum Schweigen gebracht werden und letztendlich ihre Argumentationen fallen komplett von ihrer Hand weg, so dass sie sich aufgrund des Wunders, das geschieht, das heißt, indem die Bundeslade plötzlich
erneut in die Hände der Kinder Israels gelangt mit Talut, ihnen nichts anderes übrig bleibt, sich wieder an der Armee vom Propheten bzw. vom König zu beteiligen. Es ist hier interessant, wir haben im letzten Unterricht auch nochmal darüber gesprochen, im Laufe der Geschichte ließ Allah den hinterhältigen Plan der Aristokraten zugunsten des Islams wenden. Also das ist hier wichtig für den Ablauf der Geschichte, obwohl der Wunsch, einen Kampf zu führen, um befreit zu werden, um erwacht zu werden, aus hinterhältigen Intrigen von den Aristokraten kam, wir haben im letzten Unterricht darüber detailliert berichtet, lässt Allah das jetzt so wenden, dass er ihren hinterhältigen Plan zum Gunsten des Islams wendet. Und dadurch letztendlich das israelische Kalifat, später werden wir das sehen, mit dem König Dawud, also David und Salomon, letztendlich gründen wird. Das heißt, ein hinterhältiger Plan von hinterhältigen Leuten wird so einen Bumerang-Effekt ergeben, dass sie mit ihrem eigenen Plan ausscheiden und ihr Plan, Allah, zum Gunsten des Islams, zu der islamischen Dawa, das heißt damals den Kindern Israel, wenden lässt. Ihr wisst, ihr habt das vielleicht mal gehört, es gibt eine Aussage unseres Propheten, wo er sagt, Allah lässt manchmal diese Dawa, den Islam, mit den Händen eines Fasiks ausbreiten. Also auch wenn er ein Fasik ist, und Fasik hat zwei Bedeutungen, das kann ein Kafir sein, der vom Weg abgewichen ist, das kann aber auch ein Muslim sein, der aufgrund vom Sünden vom Weg abgewichen ist. Also Muslim, ein Sündiger oder ein Kafir, der komplett abgewichen ist, spielt hier keine Rolle. Unser Prophet sagt, alaihissalam, manchmal lässt Allah sogar durch einen Nicht-Muslim, durch einen Fasik, die Religion ausbreiten. Denn Allah macht, was er will. Manchmal mit der Hand der Muslime, manchmal mit den Händen der Nicht-Muslime. So ist der Ablauf der Geschichte. Deswegen sagen wir mal, die Geschichte hat ihren Ablauf. Wichtig ist, auf welchen Seiten wir uns letztendlich platzieren werden. Und das ist hier sehr interessant. Nochmal, ich betone das nochmal. Der hinterhältige Plan wird hier komplett eine 180-Grad-Wendung gemacht und wird zum Gunsten der islamischen Dawa gedreht, vor allem mit dem Erscheinen der Bundeslade, die jetzt im 248. Vers kommt. Und das ist letztendlich nur der einzigste Vers, den wir heute bearbeiten werden. Wir werden nämlich detaillierte Informationen über die Bundeslade jetzt geben. Und Allah sagt hier im 248. Vers, Estaizu Billah, plötzlich jetzt, wo der Lauf der Geschichte sich ändert, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ. Da sagte plötzlich ihr Prophet zu ihnen, inna ayete mulkihi, ein Zeichen seiner Herrschaft. Inna ayete mulkihi, ein Zeichen seiner Herrschaft. Von wem? Von der Herrschaft Taluts. En yetiakum tabutu, ist das das Tabut, das heißt die Bundeslade, ahitsande, zu euch kommt. En yetiakum, dass die Bundeslade plötzlich zu euch kommt. Wir werden dazu gleich kommen, weil die Bundeslade war verloren für eine lange Zeit von den Händen der Kinder Israels. Sie ist in die Hände ihrer Feinde gelangt. Und dann sagt halt dieser Prophet, ein Zeichen seiner Herrschaft, ein Beweis, dass er der Auserwählte ist, den Allah euch als Kommandanten auserwählt ist, ist das die Bundeslade, wobei hier Bundeslade nicht vorkommt. Tabut heißt Lade. Es ist einfach nur die Lade. Es ist nicht wortwörtlich die Bundeslade, es ist die Lade, indem die Lade zu euch kommt. Jetzt sagt Allah hier was sehr Interessantes. Fihi sekinetun. In ihr, in dieser Bundeslade ist Sekine. In Anführungsstrichen die innere Ruhe. Sekinet. Mirabbikum, von eurem Herrn. Und was ist noch in dieser Bundeslade drin? وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. Und der Überrest, der Rest, der Überbleibsel von der Familie Moses und von der Familie Aarons.
Also von diesen beiden, von der Familie Moses und von der Familie Aaron, befindet sich in dieser Bundeslade eine Überbleibsel. Bibaqiyah. Tahmiluhul Malaike. Sie, die Bundeslade, wird von den Engeln getragen. Also, über die Bundeslade wissen wir aus dem Koran drei Sachen. Fihi Sakinatun, in ihr ist Sakine, in ihr ist Überbleibsel Gegenstände, Reliquien von der Familie Moses und Aaron und Tahmiluhul Malaike. Sie wird von den Engeln getragen. Dann endet der Vers. Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr wahrhaftige Gläubige seid. Das ist eigentlich der ganze Vers über das Thema der Bundeslade, der letztendlich als Einschnitt in die Geschichte kommt. Denn was haben wir gesagt? Wenn Allah den Lauf der Geschichte wenden möchte, greift er auf diese Weise ein und endet den Lauf der Geschichte. Bei so etwas, vor allem im Kontext, das ist hier sehr wichtig, ich komme gleich nochmal dazu, bei dem Kontext der Geschichte, wo sie plötzlich den König und den Propheten verlassen haben, bei so etwas verlieren all die Medien, die Lobbys, die Banken und die Aristokraten plötzlich ihre Kraft. Das heißt, die ganzen Gründe, sich nicht letztendlich bei der Sache zu beteiligen, verliert ihre Kraft, weil hier kommt etwas Metaphysisches. Was Physisches, wie greifbar die Bundeslade, und was Metaphysisches, so dass diese ganzen Leute, die wir als Mächte bezeichnen, ja, Medien, Lobbys, Banken, Finanzen, Aristokraten, die verlieren komplett ihre komplette Argumentation. Die Muslime bewerten ihre Situation nicht mit den Augen der Heuchler, indem sie ihre Schwäche in den Mittelpunkt stellen, sondern sie bewerten die Situation, indem sie die Macht und Kraft Allahs in den Mittelpunkt ihrer Bewertung stellen. Dementsprechend wird sich auch die Hilfe Allahs zeigen lassen. Denn die Heuchler, die haben auf die materiellen Sachen geachtet. Sie haben zum Beispiel gesagt, wir hören nicht auf Talut, auf Saul, weil er hat überhaupt gar kein Geld und er ist nicht einer von uns. Aber die Muslime, illa qalila minhum, die ein ganz kleiner Teil von denen gewesen war, sie haben auf Allah vertraut und haben die ganze Sache, dass sie plötzlich alleine in der islamischen Dawa gelassen werden, vor allem im Kampf alleine gelassen werden, ja, mit dem Auge eines wahrhaftigen Muslims betrachtet. Deswegen kam letztendlich die Hilfe Allahs mit der Truhe, die von den Engeln getragen wird. Jetzt komme ich inshallah mal zu der Bundeslade. Was ist überhaupt die Bundeslade, beziehungsweise was hat die überhaupt für einen Stellenwert? Aber erstmal eine ganz objektive Sache, was sich jeder von euch normalerweise im Unterbewusstsein vorstellen kann. Eine Lade, eine Truhe, bekommt im Eigentlichen erst mit ihrem Inhalt einen Wert. Also was ist hier mehr wert? Die Truhe oder der Inhalt? Ich setze in diesem Kontext ein Fragezeichen dahinter. Was ist hier mehr wert? Die Truhe oder der Inhalt? Oder wird der Wert der Truhe durch den Inhalt noch höher? Das werden wir inshallah gleich sehen. Aber ich möchte einige Informationen über die Bundeslade geben. Die Bundeslade ist erstmal aus dem Hebräischen. Ja? Die heißt im Hebräischen Aron Habrit oder Aron HaKodesh. Aron Habrit ist die Bundeslade oder Aron HaKodesh. Das ist erstmal, Kodesh kommt auch von Kutsal, heilig. Und das war letztendlich die Bundeslade, war ein heiliger Kulturgegenstand, erstmal fundamental von den Israeliten, von den Kindern Israels, von den Bene Israel, die auf die Anweisung Allahs hin gebaut worden ist. Die auf die Anweisungen, Allah hat es befohlen, die Bundeslade zu bauen, und Moses
hat mit den Kindern Israels zusammen die Bundeslade gebaut. Dem Bau der Bundeslade ist detailliert im Alten Testament letztendlich berichtet. Vorab, diese Definition Aaron Habrit oder Aaron HaKodesh, die sind wir verpflichtet, unter anderem vor allem für unseren Zuhörern hier auch auf Hebräisch zu geben. Hebräisch, Arabisch und Aramäisch sind fundamental semitische Sprachen. Deswegen ist es für mich persönlich gesehen sehr wichtig, dass der Zuhörer auch eine Beziehung zu dem Hebräischen bekommt. Ich komme inshallah gleich dazu, denn der Unterricht wird auch so, es geht immer vom Thema ab, also je nach Thema, vor allem weil es jetzt um die Kinder Israels geht, bin ich verpflichtet unter anderem die hebräische Definition hier mitzugeben. Übrigens, damit ihr mal versteht, wie die Bundeslade aussieht, ungefähr so. Also so ist die Bundeslade. Ich komme gleich dazu, zu den Einzelheiten. Was befindet sich in dieser, oder was befand sich in dieser Bundeslade letztendlich drin? In ihr befanden sich unter anderem die zwei Steintafeln mit den 10 Geboten. Ich gehe erstmal mit dem Allgemeinwissen. Die Steintafeln mit den 10 Geboten, das könnt ihr euch ungefähr auf diese Art und Weise vorstellen. Das sind so, es ist natürlich jetzt symbolisch, ne? So 10 Gebote, 5 hier und letztendlich 5 da. Das befand sich auf jeden Fall dort drin. Die hat Musa a.s., der Prophet Moses, auf dem Berge Sinai bekommen. Später, also deswegen wurde die Bundeslade eigentlich gebaut, sagt man. Damit man die Tafeln der Gebote Allahs, Hashems, Jehovas oder Gottes gibt. Ich komme gleich nochmal zu der Definition, warum ich das immer, vor allem diese Begrifflichkeiten in diesen Unterrichten sage. Später wurde in diese Bundeslade noch der Stab von Musa a.s. dazu gemacht. Asai, Musa dazu gemacht. Und einige, darunter zum Beispiel der Tafsir-Schreiber aus dem ersten Jahrhundert der Hijra, Muqatil ibn Suleiman, sagt, dass der Turban von Moses ebenfalls dort reingemacht worden ist. Einige sagen, der Turban von Josef, von Yusuf a.s., der sich heute im Topkapa-Palast höchstwahrscheinlich befindet, das ist der höchstwahrscheinlich, der befand sich auch in dieser Truhe. Jedoch, Muqatil ibn Suleiman behauptet, wie gesagt, das ist ein Tafsir-Schreiber aus dem ersten Jahrhundert der Hijra, sagt, dass der Turban von Musa a.s. sich auch dort befand und darunter befand sich auch ein Reliquie vom Propheten Aaron, der Bruder von Musa a.s. gewesen war. Und ihm wird zugeschrieben, dass er dort den grünen Stab drin hatte. Also das, was ihr hier gerade seht, mit diesen Blumen hier drauf, das ist der grünen Stab. Es ist nicht nur ein Stab, also Musa a.s. sein Stab war ein Stab, ein Asa, aus reinem Holz. Aber wenn ihr mal danach googelt, der grünen Stab, ist ein Stab, der ungefähr so mit Blumen drauf aussieht. Der soll nach dieser Aussage ebenfalls von Aaron drin gewesen sein. Und dann wird noch dazu gesagt, dass sich noch Manna da drin befand. Also dieses Essen, Manna, ich habe mal in einem Unterricht das gezeigt, Manna heißt das auf Deutsch mit Doppel-N, ihr wisst, das haben die Kinder Israels, Menuhin Selva, als sie für 40 Jahre in der Wüste eingesperrt gewesen waren, weil sie sich Gott immer wieder widersetzt haben, haben sie dort Menuhin Selva als ein Essen von Gott bekommen. Und in dieser Truhe soll sich unter anderem dieses Essen letztendlich von Menna befanden haben. Das sind so die ganzen Interpretationen bzw. Erläuterungen, die uns berichtet werden, was letztendlich in der Bundeslade drin gewesen war. Das zeigt uns, ist mal hier für uns sehr wichtig, dass bestimmte Gegenstände, ja, der Propheten einen hohen Stellenwert besitzen.
Also keiner kann von uns kommen und kann sagen, die Gegenstände, die von dem Propheten uns überlassen worden sind, egal was es ist, die haben keinen Stellenwert. Das behaupten einige Strömungen. Nein, wir sehen allein schon durch den 248. Vers Surah Baqarah, dass Baqiyya, das Überbleibsel der Propheten, einen sehr wichtigen Stellenwert in der Religion haben. Die Bundeslade galt nach dem Auszug aus Ägypten und während Israels Wüstenwanderung und der Landnahme als Garant für Gottes Gegenwart inmitten des Volkes. Also das war die symbolische Gegenwart Gottes inmitten des Volkes gewesen. Sie gilt bis heute als das Symbol für den Bund Gottes mit dem Volke Israel. Weil Gott damit einen Bund geschlossen hat, Ahid, ein Versprechen, ein Vertrag, ein Bund geschlossen hat, mit dem Volke Israels, bekommt daher so diese Lade den Namen, die Bundeslade, im Türkischen letztendlich Ahid Sande. Und Ahid heißt letztendlich auch sowas wie ein Vertrag, der geschlossen worden ist. Jedoch ist interessant, genau dass dieses Wort im Kontext der Lade nicht vorkommt im Koran. Also im Koran kommt das Wort Bundeslade nicht vor. Ahid Sande kommt nicht vor. Das Wort Ahid, Bund, kommt nicht vor. Es kommt nur Tabut vor. Das ist interessant, wo man sich natürlich unabhängig Gedanken machen sollte, was eigentlich nur Truhe, Lade oder auch bestimmtsweise Sarg, also Tabut. Tabut ist auch der Sarg, also man nennt auch, wenn man als Leiche in einen Sarg gestellt wird und zum Grab geführt wird, auch letztendlich Tabut, Sarg. Und das Wort Bund sehen wir hier eigentlich in der Definition hier in den islamischen Quellen in diesem Kontext interessanterweise nicht. Ja? Ob das einen Grund hat oder ob das einen Grund hat, ich weiß es nicht. Da möchte ich mich jetzt nicht auf irgendeine Interpretation letztendlich festlegen. Gehen wir aber auf die Kinder Israels zurück, weil ich habe im letzten Unterricht gesagt, die Geschichte der Kinder Israels ist auch unsere Geschichte. Wir können die Geschichte, unsere Geschichte, also die Geschichte der Umma Mohammed, nicht unabhängig von den Geschichten der Kinder Israels verstehen. Sie sind unsere Geschichte und wir sind eine Fortführung der Geschichte der Kinder Israels. Deswegen kommt der Koran und thematisiert die Kinder Israels an so vielen Versen. An knapp vielleicht 800 bzw. 1000 Versen wird die Geschichte der Kinder Israels im edlen Koran, obwohl das ein ganz kleines Volk ist. Also wenn wir mal gucken, ne, heute leben ca. 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und wenn wir gucken, welche sich den Kindern Israels zuschreiben, dann sind wir knapp bei 14, 15 Millionen. Das ist ja gar nichts. Aber diese Zahl ist völlig unwichtig. Allah kommt auch im edlen Koran und thematisiert dieses Volk. Warum das so ist, habe ich in vielen Sachen gesagt. Und letztendlich hat Allah in der Geschichte mit den Kindern Israels unterschiedliche Verträge geschlossen. Die Bundeslade ist nur ein Symbol dafür. Die Bundeslade ist nur ein Symbol dafür. Es gibt unterschiedliche Verträge, Bünde, aber die drei wichtigsten möchte ich mal hier nennen, damit wir auch wirklich verstehen hier, um was es geht. Der erste Bund, der vor allem im Alten Testament vorkommt, ist der Bund Noahs, der noahidische Bund, der alle Völker auf dieser Welt mit einschloss. Der Volk, also dem Bund, den Gott, Allah, mit den Leuten Noahs gemacht hat, der Bund Noahs betrifft alle Menschen auf dieser Welt. Dann gibt es einen Bund, den man den abrahamitischen Bund nennt. Gott hat im Alten Testament, in der Tora, einen Bund mit Abraham geschlossen. Das ist der zweite Bund. Was ist das vor allem? Das ist, dass die Männer, die Kinder beschnitten werden. Sünnet olma meselesi. Fitan nennt man das normalerweise. Dass sie beschnitten werden. Und dieses Beschneiden ist der Bund Gottes mit wem? Mit Abraham gewesen. Aber mit wem jetzt? Mit all den Völkern, die aus Abraham stammen. Achtung! Der Bund Noahs ist mit allen Menschen, die letztendlich auf dem Schiff gewesen waren. Und alle Menschen sind heute die Überbleibsel, die mit auf dem Schiff von Noah gewesen waren. Das ist der erste Bund.
Der zweite Bund ist, der speziell mit wem gemacht worden ist, mit Abraham gemacht worden ist und mit seinen Kindern, die dort geboren werden. Das sehen wir zum Beispiel im 17. Kapitel im Genesis 7 bis 11, wo Allah sagt, ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, also um den Nachkommen Abrahams, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst. Warum? Weil Abraham als Fremder, als Flüchtling, als Migrant von Mesopotamien kam. Er war ein Flüchtling, ein Migrant. Und hier steht das geschrieben, dass Allah Abraham sagt, ich gebe dir diesen Bund, dass hier deine Nachkommen sich verbreiten, für immer zu eigen und ich will ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen, Generation um Generation, das ist mein Bund zwischen mir und euch, samt deinen Nachkommen, den ich halten soll. Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Und wenn wir gucken, wer diesen Bund heute einhält, sind das zwei Leute. Das sind die Israeliten und die Muslime. Im Fundament die Christen auch, weil aber Paulus nach Jesus die wahre Religion von Jesus geändert hat, hat er die Beschneidung rausgeholt. Deswegen sind die Christen nicht in diesem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Ich rede vor allem jetzt aus dem Alten Testament. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll, aber das ist eine theologische Sache, da kann keiner was dagegen sagen, weil das Theologie ist, wird im Judentum das Christentum als etwas noch Abtrünnigeres gesehen als der Islam. Denn nach dem Judentum, wenn die Muslime auf den israelischen Boden laufen, ist das nicht so schlimm, wenn Christen auf israelischem Boden, Aras Israel, laufen. Warum? Weil sie den Bund nicht geschlossen haben, weil sie nicht beschnitten sind. Also da gibt es so eine theologische Sache, die im Hintergrund dauerhaft mitgespielt wird. Nochmal, der Bund Noahs, der Bund Abrahams, tamam. Es wird immer mehr eingeengt. Und das dritte ist, ja, was jetzt für uns wichtig ist, vor allem der Sinai-Bund, wo Allah mit den Kindern Israels am Sinai einen Bund geschlossen hat. Explizit mit den Kindern Israels. Das sehen wir im Exodus 20. Kapitel 4 bis 6. Ich finde diesen Bund mit den Kindern Israels sehr wichtig. Wisst ihr, was hier geschrieben steht? Mit dem Bund am Sinai. Du sollst dir kein Götzenbild machen. Auch keine ähnliche Gestalt von dem, was oben im Himmel und unten auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht verbeugen, auch sie nicht gottesdienstlich verehren. Denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein Eiferer voller Gott. Das hier ist der totale Monotheismus. Hier wird die Einzigkeit Gott, hier siehst du nicht Jesus, Maria, Nebengötter. Hier sagt Gott im Alten Testament, ich bin der Ewige, der einzigste Gott. Du sollst dir keine Nebengötter machen, keine Nebenbilder. Alles, was auf Himmel, beziehungsweise alles, was auf Erden oder beziehungsweise letztendlich im Wasser ist. Und das ist für uns erstmal grundsätzlich hier sehr wichtig. Nochmal, der Bund Noahs, der Bund Abrahams und der Bund auf dem Sinai. Hier. Ja. Jetzt aber nochmal im Rahmen dieser Verse, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass viele Stellen des Alten Testaments verändert wurden und dass die Kinder Israels später aus dieser Religion eine nationalistisch geprägte Religion machten. Deswegen wissen wir jetzt nicht ganz genau, welcher Vers wurde verändert, welcher nicht. Ich denke höchstwahrscheinlich, dass diese Verse, die ich euch gerade aus dem Alten Testament zitiert habe, eben nicht geändert worden ist. Zu der Bundeslade nochmal. Berührt wurde die Bundeslade nur von den Hohepriestern. Nicht jeder konnte die Bundeslade berühren. Und mit den Hohepriestern ist ein besonderer Teil der Kinder Israels gemeint, nämlich ein unterer Stamm der Stämme
vom Levi. Die levitischer Stamm, der konnte die Bundeslade nur sich in seiner Nähe befinden, aber nicht nur der Stamm Levi, sondern ein Unterstamm, der Stamm der Leviten, denn wenn ein anderer Stamm diese Bundeslade berührt hat, ist diese Person sofort gestorben. Sie hat einen Schlag bekommen und ist letztendlich dort sofort gestorben. In der Bibel wird eine Person namens Usa diesbezüglich als Beispiel vorgeführt, wie Usa diese Bundeslade gerät zu kippen, dann fasst er das an und stirbt letztendlich sofort an Platz und Ort. Komme ich zu der Art und Größe der Bundeslade, um das mal ein bisschen zu konkretisieren. All diese Informationen sind aus dem Alten Testament, aus der Bibel. All die Informationen sind aus dem Alten Testament. Wie gesagt, im Koran oder in der Sunna gibt es keine detailliertere Aussagen, außer was ich hier gerade im 248. Vers euch berichtet habe. Nach der biblischen Beschreibung war sie ungefähr 1,30 Meter lang, 80 cm hoch und 80 cm breit. Also wir reden von einer Truhe, die ungefähr 1,30 Meter lang war. Immer diese Definition kommt sehr genau vor. Wer es nachlesen will, Exodus 25. Kapitel 10 bis 22, steht ganz genau drin, wie groß sie gewesen war. Sie war aus Akazienholz. Also diese Bundeslade bestand aus Akazienholz, jedoch die Verhüllung außen und innen war komplett Gold. Also komplett Gold, aber sie bestand im Fundament aus Akazienholz. Und hier waren, wie ihr das seht, zwei Ringe gewesen an den Seiten. Und durch diese zwei Ringe wurden hier diese zwei Stäbe gemacht, wo diese Bundeslade hier so getragen worden ist. Das ist eine ganz klare Definition, die uns letztendlich hier gegeben wurden. Dann gab es letztendlich hier noch einen Deckel, ja, wie ihr hier gerade seht. Auf diesem Deckel sollen zwei Engel gewesen sein. Man nennt diese Engel Cherubion. Diese Definition gibt es auch im Islam. Kiramen, Katibin. Cherubion, könnt ihr euch informieren. Und diese Cherubion sollen sich gegenseitig angeschaut haben. Sollen sich gegenseitig angeschaut haben, genau wie das jetzt ist. Ich gehe nochmal. Die Definition, die ich hier mache, ist komplett aus dem Alten Testament. Im Koran gibt es diesbezüglich nicht dazu. Es gibt nur Tahmiluhul Malaike. Ob das jetzt bei den Kindern Israels symbolisch hier drauf gemacht worden ist oder ob das hier oben nicht der Fall gewesen war, hundertprozentig wissen wir das nicht. Wir können davon ausgehen, dass etwas Symbolisches hier drauf gewesen war, die sich gegenseitig angeguckt haben, diese Cherubion. Jetzt kommt aber was Interessantes. Die Bundeslade, so wie ihr hier seht, war wie ein funktionierendes Gerät gewesen. Denn man hat diese Bundeslade, wenn wir heute die Bundeslade bauen sollten, ne? Wir holen Akazienholz, wir bauen die Bundeslade genau in der Größe, heute jetzt, und verkleiden sie komplett mit Gold, entsteht ein physikalisches Problem, dass man nämlich dort Stromschläge bekommt, wird gesagt. Das wurde wissenschaftlich bewiesen. Man hat Stromschläge bekommen. Und wenn man sie heute baut, genauso wie sie damals gewesen war, wie es in der Bibel beschrieben worden ist, dann durch das Akazienholz und durch das Gold entsteht etwas hier drauf, wo man Stromschläge bekommt. Das heißt, wenn du danach kommst, bekommst du einen Schlag. Heute sogar noch. Jedoch hat es nicht diese Art und Weise letztendlich, wie sie letztendlich in der Bibel hat. Warum? Weil Baqiyya min Ali Musa wa Ali Harun drin fehlt. Weil die Überbleibsel von Aaron und Moses drin letztendlich nicht vorhanden sind, wenn wir heute jetzt hier, sagen wir mal in Deutschland, diese Bundeslade bauen. Jetzt kommt noch was Interessantes hier. Es wird berichtet, dass zwischen den Cherubion hier die Herrlichkeit Gottes erschienen ist. Hier entstand die Herrlichkeit Gottes.
Ich zeige das mal, damit ihr versteht, was ich meine. So. Hier entstand ein Licht zwischen denen und in diesem Licht entstand die Herrlichkeit Gottes, mit dem Gott, ich rede hier aus dem Alten Testament, dass diese Herrlichkeit Gottes mit den Kindern Israels kommuniziert hat. Und diese Herrlichkeit Gottes, ja, wird als Shachina bezeichnet. Im was? Im Alten Testament. Nochmal, Shachina. Shachina ist die Herrlichkeit Gottes, was geleuchtet hat, mit dem Gott über die Bundeslade mit den Kindern Israels kommuniziert hat. Dieses leuchtende Gerät. Das nennt man im Hebräischen Shachina. Kennt ihr das Wort? Shachane. Shachane? Hat nicht hingehauen. Shachina? Hä? Shachina? Nein. Sekine. Das ist die Sekine. Auf Arabisch heißt das die Sekine. Einige fragen mich, warum ich hebräische Wörter benutze. Hebräische Wörter und arabische und aramäische Wörter, ich sage es nochmal, sind die gleiche Ursprungs. Die Wörter, die wir als Umma Mohammeds benutzen, benutzen die Juden auch. Und damit wir diesen Übergang gut verstehen, müssen wir auch die Wörter sehr gut verstehen. Natürlich werde ich diese Wörter nicht in jedem Unterricht benutzen. Wenn ich aber die Geschichte der Kinder Israels berichte, werde ich natürlich auch das Vokabular mit ihnen zusammen benutzen und gucken, zeigen, dass das auch mit der Umma Mohammeds gleich ist. Zum Beispiel, wenn ich vor allem über die Kinder Israels berichte, benutze ich Gottes Namen, die nur in der Tora vorkommen. Jehova und Hashem. Warum mache ich das? Damit ich möchte, dass die Zuhörer, vor allem im Koranprojekt, die Brücke aufbauen. Man könnte zum Beispiel sagen, Bruder, warum sagst du Hashem und Jehova, wo doch im Islam doch über die 99 Namen Gottes berichtet wird? Richtig, Allah hat 99 Namen und 99 Eigenschaften, die er im Koran und in der Sahih Sunna uns übermittelt hat. Aber es gibt auch andere Namen. Es gibt 1000 Namen Gottes. Und es gibt auch Definitionen, die damals in anderen Religionen, die einen Ursprung des Islams hatten und Mythologien und Kulturen auch verwendet worden ist, die auch für den einen Schöpfer benutzt worden ist. Und dazu zählt Jehova und Hashem. Warum Jehova und Hashem? Das ist ja für uns wichtig. Weil die Kinder Israels den Namen Gottes so oft missbraucht haben, dass sie dadurch bestraft wurden. Und es sich nicht mal mehr gewagt haben, dem Namen Gottes auszusprechen. So wie heute sogenannte Muslime, Wallahi Ahi, Billahi Ahi, Tallahi Ahi, bei Allah, 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 immer wieder den Namen Gottes in den Mund nehmen, dass sie diesen Namen plötzlich entwerten. Und für die Kinder Israels, die haben den Namen so oft entwertet, dass sie anstelle des Namen Gottes Jehova gesagt haben. Oder Hashem gesagt haben. Und Jehova ist auch hebräisch und heißt Ja-Huwe. Kul Huwallah. Ja-Ei-O-Huwe. Du. Also sie haben gesagt, ich sage den Namen nicht mehr, ich sage O-Du. Ey-Sen. Auf Türkisch. Ey-Sen. Ja-Huwe. Jehova. Oder sie haben gesagt, wir wollen den Namen nicht mehr sagen. Wir sagen einfach nur noch der Name. Und der Name heißt Hashem, Isim. Isim. O Isim. Dieser Name. Ich scheue mich, ich habe Angst, seinen Namen, indem ich ihn ausspreche, zu entwerten. Wer bin ich, dass ich seinen Namen aussprechen kann? Deswegen haben sie gesagt, der Name. Und das heißt Hashem, Isim. Bukadar. So, wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir natürlich bestimmte Begrifflichkeiten nicht. Für uns interessant hier, das ist ja interessant, dass hier behauptet wird, dass Gott über die Cherubim, also über diese Bundeslade, dass dort ein Licht entstand, dass er damit mit den Kindern Israels kommuniziert haben soll. Und das wird im Judentum wie genannt? Shachina und im Islam Sekina. Dieses Wort, merkt euch das, weil damit werde ich den Unterricht abschließen heute.
Weil das Wichtigste für uns, was wir hier bei diesem Unterricht mitnehmen müssen, ist dieses Wort eben. Shachina. Sekina. Sekina ist die Hauptbotschaft unseres heutigen Unterrichts. Jetzt gibt es natürlich die Bundeslade heute nicht mehr. Was machen die Kinder Israels bzw. die Juden heute? In den Synagogen wird heute der Tora-Schrein, in dem die Tora-Rollen aufbewahrt werden, als heiliger Schrein, also Aaron HaKodesh, bezeichnet. Wenn ihr in die Kirche, wenn ihr in die Synagoge geht, dann seht ihr dort in Richtung Gebets, also Kibleyador, seht ihr einen Tora-Schrank. Da sind sogar kodifiziert. Ja, da kann nicht jeder rein. Da gibst du einen Code. Du gibst diesen Code ein, dann öffnet sich dieser Tora-Schrank. Und dieser Tora-Schrank ist in der Kible, in der Gebetsrichtung der Synagoge, die in Richtung Jerusalem geht, in Richtung Masjid al-Aqsa. Und wie gesagt, das ist eines der wichtigsten. Das symbolisiert heute letztendlich was? Die Bundeslade, weil damals wurden die 10 Gebote dort aufbewahrt und jetzt sind es letztendlich die Tora-Rollen, die im Tora-Schrank aufbewahrt werden. Also, das Allerwichtigste, was eigentlich in der Bundeslade ist, was am Anfang gebaut worden ist, sind die 10 Gebote. Weil wir sehen in den Quellen jetzt mal fundamental, wir werden andere Interpretationen gleich ansprechen, dass dort die Tora-Rollen, die Tora-Tafeln bzw. die 10 Gebote aufgeschrieben worden sind auf dem Berg Sinai. Und deswegen sollten die Kinder Israels unter der Kontrolle Gottes die Bundeslade bauen, damit sie mit der Bundeslade zusammen in der Bundeslade die 10 Gebote letztendlich mit sich tragen. Was sind die 10 Gebote? Achtung! Ich lese die 10 Gebote nach dem Judentum jetzt vor, wie sie in der Tora geschrieben stehen. Die 10 Gebote. Warum lese ich diese 10 Gebote? Aus zwei Gründen. Erstens, damit wir verstehen, wenn die Juden sagen, in ihr befanden sich die 10 Gebote mit den Tafeln. Was sind die 10 Gebote? In diesem Kontext sind die 10 Gebote wichtig. Und zweitens, warum ich sie verlese, damit ihr versteht, in den ersten 3 Geboten der 10 Gebote ist fundamentaler Monotheismus. Tauhid. Die Christen, vor allem katholisch, evangelisch und halt alles, was von sich behauptet, Christen zu teilen, die haben ja auch die 10 Gebote eigentlich. Jedoch haben die Christen die 10 Gebote verändert, weil sie Vater, Sohn, Heiliger Geist und auch Bildkulturen aufgebaut haben. Also haben sie andere 10 Gebote außer den Juden. Die haben vieles verändert. Das ist aber nicht das Thema des heutigen Unterrichts. Damit wir verstehen, oder vor allem mal wissen, was verstehen die Juden darunter, wenn sie von 10 Geboten sprechen. Ich zähle die 10 Gebote auf. Erstens, ich bin dein Gott, der dich aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat. Zweitens, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Tauhid. 3. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, was ich gerade gesagt habe. 4. Gedenke den Sabbat, den Samstag, und heilige ihn. 5. Ehre deinen Vater und deine Mutter. 6. Du sollst nicht töten. 7. Du sollst deinen Ehepartner nicht betrügen. 8. Du sollst nicht stehlen. 9. Du sollst nicht lügen. Und 10. Du sollst nicht neidisch sein auf die Frau deines Nächsten und auf alles, was ihm gehört. Das sind die 10 Gebote, wie sie wo? Wie sie in der Tora geschrieben stehen. Achtung, vielleicht wisst ihr es nicht, ich muss es in diesem Zusammenhang sagen. Im edlen Koran, oder ich zeig mal so, im edlen Koran, das ist der Koran auf Hebräisch, habe ich mir heute mal mitgebracht, als Pastor zur Bundeslade. Im edlen Koran gibt es keine chronologische Definition über die 10 Gebote. Es gibt auch keine Reihenfolge der 10 Gebote. Noch interessanter ist, es gibt überhaupt nicht die Definition von 10 Geboten. Also das Thema der 10 Gebote gibt es im Islam nicht. Im Islam, im Koran,
werden nur die Gebote berichtet, dass Gott Moses am Berge Sinai Gebote gegeben hat und dass er mit den Kindern Israels mehrere Bünde geschlossen hat, Verträge, Ahid gemacht hat, mehrere. Und dass sie von einem Großteil von ihnen immer wieder missbraucht worden sind und dass diese Verträge immer wieder seitens der Kinder Israels entkräftet bzw. aufgelöst worden sind. Jedoch wird im Koran, das ist auch interessant, über die Tafeln berichtet, die Moses auf dem Berg vom Sinai bekommen hat. Nebenbei wird an unterschiedlichen Stellen über die Gebote berichtet, die Allah ihnen gegeben hat. Das ist Bakara 83 bis 84, Nisa 154, En'am 151 bis 153, Isra 23 bis 39. Hier wird über die Gebote berichtet, die Gott den Kindern Israels bzw. Musa a.s. gegeben hat. Jedoch werdet ihr dort keine chronologische Nachfolge von 10 Geboten finden. Manchmal sind es 8, manchmal sind es 4, 3 stehen dort, 8 stehen dort, 2 stehen dort. Ihr kommt nicht auf diese Zahl von 10 Geboten. Das, was letztendlich aber nicht heißt, dass es nicht welche gibt. Bloß ich sage nur, die Definition gibt es nicht. Das ist mal zu diesem Punkt. Zu der Geschichte der Bundeslade. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Eingemachte rein. Wichtig ist es, die Bundeslade im Kontext der Geschichte zu verstehen. Sie sollte niemals unabhängig verstanden werden. Denn sie ist ein sehr wichtiges Symbol. Und ich habe in Unterrichten vorher schon gesagt, Symbole sind nur Zeichen, die wohin zeigen. Man darf diese Sachen nicht unabhängig von der Geschichte betrachten. Das heißt, wenn ich über die Bundeslade berichte, die in der Geschichte gewesen war, einen bestimmten Zeitraum dort effektiv gewesen war, ist es, bevor wir eigentlich über die Bundeslade berichten, mit unter anderem wichtig, was ist der Lauf der Geschichte der Bundeslade gewesen. Wir wissen, Achtung, das Fakt ist, dass die Bundeslade im Auftrag Gottes, Allahs, an Moses, nachdem er die 10 Gebote auf dem Sinai bekommen hat, befohlen worden ist, diese Bundeslade zu konstruieren. Das ist sehr wichtig. Das ist Fakt. Fakt ist aber auch, das erstens, Fakt ist aber auch, nachdem Moses gestorben ist, in der nördlichen Wüste, höchstwahrscheinlich des Sinais namens Tich, Allah weiß es am besten, übergab Moses, bevor er gestorben ist, diese Bundeslade an den nächsten Propheten. Wer war der nächste Prophet nach Moses gewesen? Joshua a.s. Joshua ibn Nun. Joshua ibn Nun war der nächste Prophet nach Musa a.s. Das sagt vor allem auch Muqatil ibn Suleiman. Joshua bekam die nach Moses. Ich werde im nächsten Unterricht einige Sachen über den Propheten Joshua nochmal berichten, weil das ist das erste Mal richtig heftig, dass die Kinder Israels in den Kampf ziehen. Mit dem Propheten Joshua. Das ist aber die Wanderung der Kinder Israels. Wir dürfen niemals vergessen, die ganze Geschichte begann mit dem Auszug aus Ägypten. Dann teilte sich das Meer, dann die Geschichte am Berge Sinai, dann die Verfluchung der Großteils der Kinder Israels, dann die Stationierung der 40 Jahre, dann geht die Reise weiter, dann stirbt Musa auf der Reise und dann beginnt die Geschichte mit Joshua. Sag mal, und der Zeit der Kämpfe der Kinder Israels. Bei dieser Geschichte befindet sich die Bundeslade jedoch seit dem Berge Sinai immer mit. Die Bundeslade wird immer mit den Kindern Israels mitgeführt und wichtig, sie wird in einem Zelt aufbewahrt. Dieses Zelt, in dem die Bundeslade aufbewahrt wird, nennt sich Mishkan. Mishkan. In einem Mishkan wird die Bundeslade aufbewahrt. Ich zeige mal diese Bilder jetzt mal so einmal so hier. Das ist dieses Bild. Dieses ist umrandet mit einem Zaun. In diesem Zaun drin befindet sich das Zelt. Tamam. Im Zelt befinden sich zwei wichtige Sachen. Die Bundeslade und was? Die Menorah. Genau. Die Menorah, nicht die Tora. Die Menorah. Die Menorah ist der Kronleuchter,
wo 7 Kerzen drauf kommen. Habe ich im letzten Unterricht, habe ich euch die Menora gezeigt. In diesem Zelt befindet sich die Bundeslade und die Menora, das ist der Kronleuchter bzw. der Kerzenleuchter mit den 7 Kerzen. Die 7 Kerzen symbolisieren was? Die Anzahl der Tage in der Schöpfung Gottes. In 6 Tagen erschuf Gott Himmel und Erde. Und der 7. Tag ruhte er sich aus. Hascha, sage ich nur, wir distanzieren uns von dieser Aussage. Das ist die Aussage, die in der veränderten Tora ist. Dieses Ausruhen nennt man Sept, Sabbat etmek, deswegen sagte man Sabbat dazu. Im Koran, in der Sura Kaf, steht geschrieben, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Wir haben Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen und uns überwindete keine Müdigkeit dabei. In der jüdischen veränderten Theologie, die so nicht zu Moses kam, steht geschrieben, dass Gott 6 Tage lang brauchte, um Himmel und Erde zu schaffen. Dann wurde er müde und ruhte sich am 7. Tag aus. Dieses Ausruhen nennt man Sept, Sabbat etmek, deswegen der Name Shabbat, Yom Sept. Ja, das ist so dieses sprachliche Hintergrund. Im Islam gibt es diese Definition nicht, da gibt es das Gegenteil, nämlich ihn überwindete keine Müdigkeit, summastawa ala al-arsch. Und dann erhob er sich über seinen Thron. Das heißt, kulla yawmin huwa fi sha'n. Er ist jeden Tag mit einer Angelegenheit beschäftigt. Das ist eine Definition, die vor allem im Kontext der veränderten Tora verstanden werden muss. Bevor man anfängt, ist Gott oben, unten, über dem Thron, was weiß ich, diese Kalam-Wissenschaften, wo eigentlich nichts mehr als Zeitverschwendung ist. Wir müssen das verstehen im Rahmen, wem antwortet der Koran eigentlich hier? Und der Koran antwortet auf eine veränderte Theologie der Kinder Israels, die sie aus ihrem Ursprung her verändert haben. Sie haben einen Ruhetag draus gemacht. Ist der Feiertag ein Samstag gewesen? Das ist eine andere Geschichte. Was daraus gemacht worden ist, was anderes. Das ist das Zelt. Und das ist die erste Synagoge. Synagoge, das sind die Gebetshäuser bei den Kindern Israels. Diese Synagoge entstand auf Schritt und Schritt. In Ägypten sehen wir im Koran, wie Allah Ta'ala den Kindern Israels befohlen hat, ihre Häuser zu Qibla zu machen. Gibt es einen Vers im Koran? Benutzt eure Häuser als Gebetsrichtung, als Gebetsnische. Das heißt, die Häuser waren in Ägypten, was gewesen? Die Synagogen gewesen. Synagoge ist gleich Gebetshaus, Gebetshaus ist gleich Masjid. Das ist die gleiche Definition wie im Islam. Auf der Reise, jetzt kommt es ja, mit den Kindern Israels kommt die Bundeslade und die Bundeslade wird jetzt als zentraler Punkt eines Gebetshauses, nämlich der Synagoge, gemacht, so wie wir das heute in der jetzigen Synagoge sehen, mit dem Toraschrank in Richtung was? In Richtung Qibla. Heute gibt es nicht die Bundeslade, heute gibt es die Tora-Rollen dort drin. Damals war die Bundeslade im Zentrum des Zeltes gewesen. Mit der Bundeslade zusammen, habe ich eben gerade gesagt, war die Menora letztendlich drin gewesen. Und das sieht man schon, dass es ein Nomadenvolk gewesen war, was immer dies mitgezogen hat. Das heißt, es ist eine Wandersynagoge gewesen. Mit einem islamischen Kontext. Die Bundeslade wurde unter anderem der Levi, dem Stamm der Levi, übergeben, ein Unterstamm der Levi. Und dieser Unterstamm der Levi, also nicht die ganzen Levis, nochmal, die Kinder Israels bestehen aus 12 Stämmen. Und einer dieser Stämme ist der Stamm der Levis. Ja? Und ein Unterstamm dieser Levis nennt man Kohen oder Kohat. Das könnt ihr mit dem Wort Kahin, Zauberer oder Leute, die eine besondere Macht haben, in Verbindung bringen. Nur die Levis, der Unterstamm der Levis, also Kohen oder Kohat, dieser konnte diese Bundeslade tragen, wobei sie, guck mal, das ist ganz wichtig, weil die Informationen werden Stück für Stück kommen, sie musste verhüllt werden. Ja? Diese Bundeslade musste verhüllt werden, deswegen war die Bundeslade wo gewesen? Im Zelt gewesen. Und nur die Levis durften sich dort dran machen. Wenn jemand anders dort in die Nähe kam,
geschweige denn das anfasste, ist er gestorben. Die Levis, oder beziehungsweise der Unterstamm der Levis, die Kohen, sie konnten aber auch nicht so dorthin, sie mussten eine extra Kleidung haben. Nicht mit normaler Kleidung. Mit einer besonderen Kleidung konnten sie dort drin, wird gesagt. Und auf dieser Kleidung befanden sich 12 Symbole. Und diese 12 Symbole symbolisierten was? Die Stämme Israels. Die Stämme der Kinder Israels. Und diese Kohen, nachdem mit David und später durch Suleiman, also Salomon, der Tempel in Jerusalem, der Meschdul Aqsa, gebaut wird, bekommen sie den Amt der höchsten Autorität im Judentum, des Hohepriesters, dieser Kohen. Sie werden genannt Ha-Kohen, Ha-Gadol, beziehungsweise auf Deutsch die großen Kohen. Und das ist die größte Autorität im Judentum. Es wird gesagt, dass die Kohen, also der Unterstamm der Kinder, also nochmal, der Unterstamm der Leviten, eine so, in Anführungsstrichen, heilige Funktion haben. Sie gibt es heute auch, Kohen, dass sie die einzigsten sind, die in Kubbetus Sahra reingehen dürfen. Also wenn ihr mal heute beobachtet, wenn die zionistischen Soldaten Meschid al-Aqsa angreifen, passiert ja traditionell zum Ramadan und zu bestimmten Anlässen, sie laufen in Meschid al-Aqsa rein und schießen auf die Muslime. Sie erschießen dort Muslime am laufenden Band. Wir sehen das seit 80 Jahren. Achtet mal darauf, sie laufen nicht in die Kubbetus Sahra rein. Kubbetus Sahra ist die goldene Kuppel, in dem sich der Felsen befindet, also auf Deutsch der Felsendom. Dieser Felsendom, wo unser Prophet, alaihi salatu wassalam, in den Miraj gestiegen ist, dieser Stein, ist der heiligste Ort der Kinder Israels. Ich habe es letztens auch gesagt, von diesem Stein soll Gott die Welt erschaffen haben. Auf diesem Stein soll Abraham Isaak geopfert haben oder opfern wollen. Dieser Stein befand sich jedoch unter anderem aber im heiligsten Zentrum der Meschid al-Aqsa. Komme ich gleich dazu. Also Meschid al-Aqsa meine ich jetzt nicht die heutige Meschid al-Aqsa, auch von Suleiman a.s., der Tempel Salomos. Wobei ich diesen Begriff Tempel Salomos nicht richtig finde, weil das ist ein Meschid. Suleiman ist ein Prophet des Islams. Er war von den Kindern Israels. Die Kinder Israels waren damals sehr wichtig. Aber das ist ein Meschid. Das ist eine Moschee, ist ein Gebetshaus. Ja? Und das war der heiligste Ort. Und dort auf diesem Stein oder an diesem Ort befand sich die Bundeslade. Und die Menorah. Wer konnte dort rein? Nur die Hohepriester. Und die Hohepriester waren wer? Die Kohen. Und Kohen sind die, ist ein Unterstamm, nochmal, der Leviten. Nochmal rückwärts. Heute, wenn die Zionisten die Muslime dort töten, wenn sie beten, zu bestimmten Anlässen, dann seht ihr nicht, wie die Polizisten und die Soldaten in die Kubbetus Sahra reinlaufen. Weil die meisten sind davon keine Kohens. Nur die Kohens kommen heute noch da rein. Nur die Kohens können in die Kubbetus Sahra rein. Deswegen werdet ihr sehen, dass wenn Angriffe sind, nicht bei diesem Stein, wo letztendlich dann später unser Prophet in den Himmel gestiegen ist, Laylatul Isra und Laylatul Miraj. Das heißt, dieser Ort hat auch eine Wichtigkeit für uns meine ich, wenn ich Islam sage, meine ich die Geschichte der Menschheit. Wenn ich uns sage, meine ich die Umma Mohammeds. Die letzten Dawa-Träger bis zum Tage des jüngsten Gerichts. Denn unser Prophet, alayhi salatu wassalam, hätte auch von der Kaaba in den Himmel steigen können. Ist er aber nicht. Er wurde mit dem Burak in einer Nacht in der Laylatul Isra nach Jerusalem gebracht und ist vom Meschid al-Aqsa in den Himmel gestiegen. Das heißt, dort ist noch was. Wir haben in vergangenen Unterrichten das Thema angesprochen. Aber nochmal, heute werdet ihr sehen, die zionistischen Soldaten laufen nicht dort rein. Wenn ihr seht, die werfen Tränengas und Bomben in die Moschee im Meschid al-Aqsa, dann ist das Qibla-Meschide.
Das ist die Moschee, die sich ganz genau über der Klagemauer befindet. Übrigens, einige sagen ja, oh, Kubbatus Sahra ist nicht Masjid al-Aqsa, Kible Masjid, das heißt, die Moschee, in der gebetet wird, ist Masjid al-Aqsa. Da versuchen sie manchmal, so einen auf Besserwisser zu machen. Falsch. Alles ist Masjid al-Aqsa. Die Klagemauer, was Westmauer, dieses Wort Klagemauer gibt es eigentlich. Westmauer, wir sagen Burak Dubara dazu, weil der Prophet a.s. dieses Reittier Burak dort angebunden hat. Übrigens, da gibt es sogar noch ein Eisenstück, wo das dort hing. Das ist die Klagemauer. Dort beginnt Masjid al-Aqsa. Und Kubbatus Sahra, wo dieser goldene Dom ist, der 70 Jahre nach der Hijra ungefähr gebaut worden ist, der befindet sich am wichtigsten Ort in dieser Masjid al-Aqsa. Aber wo die Muslime heute vor allem beten, wo die Moschee ist, befindet sich von der Masjid, also von der Kubbatus Sahra, von dem goldenen Fenster, in Richtung Klagemauer. Da ist Qibla Masjid. Das ist sehr interessant, aber alles ist letztendlich Masjid al-Aqsa. Und genau dort dürfen die nicht rein. Unter die goldene Kuppel dürfen die zionistischen Soldaten nicht rein. Solltet ihr dort einen sehen, ich habe es noch nicht gesehen, ja, dann ist es einer von den Kohen. Und er würde bloß nicht drin schießen. Weil es ist der heiligste Ort, den sie dort bekommen haben, nachdem diese Wüstenwanderung immer wieder im Zelt mit der Bundeslade, mit der Menorah gewesen war, nachdem der Staat gegründet worden ist. Beziehungsweise, ich will nicht sagen Staat waren sie ja schon in der Laufe der Zeit gewesen, ein Fürstentum, aber nachdem der Staat Israel, also der richtige Name, das israelische Kalifat zentralisiert wurde, bekamen sie in dem heiligsten Ort ihren Stützpunkt. Und nochmal, es wird berichtet, dass dieser Stamm sich der Bundeslade nur mit bestimmter Art der Kleidung nähern durfte. Bei ihren späteren Kämpfen trugen sie die Bundeslade immer vor ihrer Armee voraus, so dass sie dadurch jede Schlacht gewannen. Das heißt, Achtung, nachdem Josua die Bundeslade bekam und die Kinder Israels in den Krieg gezogen sind, haben sie die Bundeslade immer an erster Front getragen. Warum? Denn die Bundeslade hat ihnen die Macht gegeben zu kämpfen, aber auch zu siegen. Shachina, Sekina war dort drin. Durch die Bundeslade haben sie gewonnen. Und es wird berichtet, dafür gibt es ein historisches Beispiel, ein archäologisches Beispiel, dass sie, bevor die Kinder Israels, wir reden nach Musa, aber vor Talut, also in diesen Zeiten der Richter, dass sie die Bundeslade nahmen, Achtung, darüber berichtet auch Tesla. Sie nahmen die Bundeslade und sind mit der Bundeslade 7-mal um eine Stadt gekreist. Und nachdem sie, ich habe den Namen der Stadt jetzt vergessen, erobern wollten, sind sie mit der Bundeslade, mit der Armee 7-mal um die Stadt gekreist und dadurch sind die Stadtmauern explodiert. Explodiert. Und diese explodierende Stadtmauern aufgrund der Umkreisung der Bundeslade um diese Stadt, welchen archäologische Funde es heute gibt, weil man sieht die zerstörten Mauern, vieles weiß man nicht, weißt du, aber das weiß man, weil man das gesehen hat. Ich habe es auch mal in der Dokumentation mit meinen eigenen Augen gesehen, ist diese Stadt letztendlich, diese Stadtmauern zerstört worden, durch die Bundeslade. Ich weiß nicht, ob das Tesla gewesen war, aber ich denke, er war es gewesen. Er hat gesagt, bevor ich in eine Stadt reingehe, drehe ich mich 7-mal um diese Stadt und gehe dann dort rein. Warum das Tesla gesagt hat, wenn ihr die Geschichte von Tesla kennt, dann wisst ihr, er hat mit solchen Sachen sehr stark geforscht, mit Zahlen vor allem. Und dann könnt ihr euch den Rest, inshallah, dazu an Wissen, inshallah, aneignen. Das ist die Bundeslade auf jeden Fall im Laufe der Geschichte. Es ist was sehr... Ihr merkt schon, das ist was sehr, sehr Metaphysisches. Jedoch, in einer dieser Schlachten gelang diese Bundeslade in die Hand der Feinde der Kinder Israels. Das heißt, sie haben sie verloren. Kein Wunder. Sie übergaben sie den Kindern, den Feinden. Das waren höchstwahrscheinlich die Philister oder die Amalekalalar, nicht Amerikaner, gewesen. Und lange Zeit lang war diese Bundeslade in der Hand ihrer Feinde gewesen. Einige hundert Jahre. Nicht jetzt 400, 500 Jahre, aber vielleicht 100 Jahre, 50 Jahre oder vielleicht maximal
200 Jahre. Und das ist sehr interessant. Als sie die Bundeslade in der Hand ihrer Feinde gewesen waren, haben sie alle Krankheiten bekommen. So wie Pest, so wie Lepra. Weil sie nicht wussten, wie man damit umgeht. Es ist sehr interessant. Dann komme ich gleich dazu, inshallah. Ich werde das versuchen, ein bisschen mit ein, zwei Sätzen zu untermauern. Dann, genau jetzt ist unsere heutige Geschichte, brachte Allah sie als das Zeichen seiner Herrschaft von Talut plötzlich wieder in die Hände von Talut. Mit dem Propheten Samuel als ein Zeichen seiner Herrschaft. Und dann benutzte es Talut so lange mit dem Kampf, werden wir in den kommenden Unterrichten sehen, gegenüber die Feinde, dann die Landeseinnahme von Jerusalem und dann wie David anfängt, den Tempel zu bauen, beziehungsweise die Moschee zu bauen und Suleiman a.s. die Masjid al-Aqsa zu Ende baut. Hier nochmal ein, zwei Bilder. Das ist die Masjid al-Aqsa, also der Tempel Salomos. Ja? Und das ist der heiligste Ort, was ihr hier gerade seht, in der Mitte. Das ist der heiligste Ort. Das, was ihr hier gerade seht, das ist dort hier in der Mitte, das ist die Masjid al-Aqsa, das sind die Grundmauern. Und dieser Ort ist heute, wo die Kuppetu Sahra drauf ist, in der Mitte. Schau mal. Und dieses ganz hohe Haus, das blende ich jetzt mal in den anderen Blendern ein, in diesem ganz hohen Haus, das ist der heiligste Ort, wo dieser Stein sich befand, dort befandet sich die Bundeslade drin, mit der Menora, wo nur die Kohen reingehen durften. Das war der heiligste Ort. Im Buch der Könige 1, also im ersten Buch der Könige, Kapitel 8 bis 20, also Kapitel 8, 20 bis 21, ist diese Sache letztendlich berichtet. Im Buch Jeremia wird jedoch nebenbei prophezeit, dass sobald Jerusalem Mittelpunkt des jüdischen Volkes geworden ist, die Bundeslade, Achtung, keinerlei Bedeutung mehr haben wird und keine zweite Bundeslade hergestellt wird. Jeremia, Kapitel 3, Vers 16 steht geschrieben, in jenen Tagen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid, Spruch des Herrn, wird man nicht mehr rufen, die Bundeslade des Herrn, sie wird niemand in den Sinn kommen, man denkt nicht mehr an sie, vermisst sie nicht und stellt auch keine neue her. Da steht im Jeremia 3, 16 geschrieben. Nebukadnezar, der Zweite, besetzte 587 vor Christus Jerusalem und verschleppte einen Teil der Bewohnerschaft in das Exil Babylons. Damit einher ging die Plünderung des Jerusalemer Tempels, also Masjid al-Aqsa, und seitdem gelten Teile des Tempelschatzes einschließlich der Bundeslade als verschollen. Also, zu diesem Thema der Geschichte enden wir hier. Ab dem Jahr 587 vor Christus, nachdem die Babylonier, also Nebukadnezar oder Buchdan-Nassir, wie man im Türkischen sagt, Israel überfällt, weil es sich auch geteilt hat in Judäa und Israel und Fitna, was weiß ich, verschleppen sie einen Großteil der Kinder Israels nach Babylon, ja, also ins heutige Mesopotamien, ins heutige Irak, und er zerstört den Tempel, also Nebukadnezar zerstört den Tempel, und die Bundeslade und bestimmte Reliquien verschwinden ab diesem Tag. Ab dem Jahr 587 gibt es offiziell keinen Ort der Bundeslade mehr. Bis zum heutigen Tag. 2800 Jahre danach, wir wissen nicht, wo letztendlich die Bundeslade ist. Zum Alten Testament nochmal. Im zweiten Buch der Mekkabäer zufolge hat der Prophet Jeremia von Nebukadnezars Plünderung die Bundeslade vor der Plünderung die Bundeslade gemeinsam mit der Hütte des Stifts und den Räucheraltar am Berg Nebo in einer Höhle vergraben. Man beruft sich bei dieser Aussage auf ältere überlieferte Schriften, die komplett Apokryphen sind. Und in den Apokryphen, also auch das Judentum hat Apokryphen, das heißt die Mekkabäer, das Buch der Mekkabäer, hier steht es geschrieben im zweiten Buch der Mekkabäer, Kapitel 2, 5 bis 7, steht geschrieben, aber nochmal, die Juden akzeptieren das nicht, das ist für sie eine Apokryphe. Das ist nicht kanonisch. Jedoch steht dort geschrieben,
soll der Prophet Jeremia gesagt haben über das Verschwinden der Bundeslade. Als sie nun an den Berg kamen, darauf Moses gewesen war und des Herrn Erbland gesehen hatte, das ist der Berg Nebo, fand Jeremia eine Höhle. Darin versteckte er die Hütte und die Lade, die Bundeslade, und den Altar des Rauchopfers. Also das befand sich alles im Eschedaksa im zentralen Punkt. Und verschloss das Loch auf dem Berg Nebo. Aber etliche, die auch mitgingen, wollten sich das Loch merken und zeichnen. Sie konnten es aber nicht finden. Da das Jeremia erfuhr, strafte er sie und sprach, diese Stätte soll kein Mensch finden noch wissen, bis der Herr sein Volk wieder zuhauf bringen und ihnen gnädig sein wird. Das heißt, nach dieser Sage, erst wenn Gott, jetzt wieder der Name, Hashem Jehova, auf einen Punkt sammelt, wird Gott die Bundeslade erst dann wiederbringen. Das ist eins der Hauptgründe, Achtung, jetzt vielleicht mal einen Satz politisch extrem, warum die wahren Juden den Zionismus nicht akzeptieren. Weil die wahren Juden, die sagen, Hashem wird uns erst zusammenbringen, Gott hat uns, also Hashem, die sagen ja nicht mal Gott, Gott ist sogar manchmal aussprechen bei den Verboten. Acht mal auf jüdische Schriften, wenn sie Gott schreiben, schreiben sie G, Raute, TT. Entschuldigung, Allah Rasosen. Sternchen, TTT. Also die schreiben Gott nicht aus. Nicht mal Gott. Gott, also G, Sternchen, TTT. Damit sie diesen Namen nicht missbrauchen. Sie sagen, Hashem, der Name, hat uns bestraft, weil wir so oft den Bund mit ihm gebrochen haben. Und hat uns zerstreut in aller Welt. Erste Diaspora, vor allem die zweite Diaspora. Nur der Messias wird uns an einem Ort wiedersammeln. Der Messias wird uns zu einem Staat wiedersammeln. Und dann wird er den Tempel das dritte Mal bauen. Weil das war die erste Zerstörung der Nebukadnezar. Zweite Zerstörung durch Titus. Also 70 nach Christus. Das erste 587 vor Christus, das zweite 70 nach Christus, die zweite Zerstörung. Jetzt warten sie auf den dritten Bau des Tempels. Und Messias wird den Tempel das dritte Mal bauen. Dann wird die Kinder Israels werden sich als einen Staat versammeln. Ich rede von ihrer Theologie. Und dann wird die Bundeslade kommen. Da das jetzige Israel, also das zionistische Israel, gar nichts damit zu tun hat, weil nicht Gott hat die Kinder Israels in Palästina versammelt, sondern der zionistische Staat, sagen sie, wir glauben nicht an diesen zionistischen Staat, das ist eine Lüge. Denn es ist ja auch kein Messias. Unabhängig davon ist es auch kein Scharia-Staat. Weil herrschen im eigentlich auch nicht die Gesetze der Tora. Es ist ein säkularer Staat. Israel ist ein säkularer Staat und auch im Fundament her ein sozialistischer Staat. Wenn wir uns mal gucken, Ariel Sharon, Ben Gurion, und diese Terrororganisation der Zionisten wie Ingru, die einen Terroranschlag auf das King David Hotel damals gemacht haben, die selbst ein Schiff mit 200 Juden absaufen lassen haben. Also da gibt es viele Geschichten der zionistischen Terrororganisation, wie sie das britische Mandat angegriffen haben. Ich rede von den Jahren 1920, 30, 40. Die haben mit Religion nichts zu tun. Also die haben mit Judentum nichts zu tun. Das sind sozialistische Zionisten. Und Zionisten sind im Fundamental eigentlich sozialistisch. Die sind alles. Aber mit dem wahren Judentum, also was wir als Ehli Kitab, als auch verändert beschreiben, wo wir schon sagen, das ist nicht das Judentum, was Moses gepredigt hat, selbst nicht mal damit haben sie was zu tun. Also nicht mal mit dem wahren Judentum. Und so ist die Geschichte letztendlich mit der Bundeslade gewesen, dass wir sie ab diesem Zeitraum aus nicht mehr sehen. Bevor ich zu dem Ort komme, wo noch gesagt wird, wo befindet sich die Bundeslade, möchte ich drei Sagen über die Bundeslade sagen. Was ich bis jetzt gesagt habe, das hat erstmal Hand und Fuß. Zumindest im Alten Testament. Also es hat ein Fundament in der Scharia, in der jüdischen Scharia. Es gibt aber einige Legenden, Sagen, die uns über die Bundeslade berichtet werden. Und zwar, was außerhalb von Fakt ist. In sehr vielen Tafsir-Büchern wird erwähnt,
dass die Bundeslade nicht mit Moses entstand, sondern mit dem Propheten Adam entstanden ist. Die Bundeslade, das heißt der Sarg, die Truhe, ist die Truhe, mit dem Eva, Hawa, sie wurde dort reingelegt, tamam. Und sie wurde von dem Paradies mit der Truhe herabgesandt. Also Adam wurde normal herabgesandt, Eva jedoch wurde mit dieser Lade herabgesandt, weil eine Frau verhüllt sein muss. So kam die Truhe eigentlich vom Paradies auf die Erde. In ihr befand sich aber Eva. Dann wurde diese Bundeslade über Jahrhunderte, Jahrtausende weitergetragen, bis sie an den Propheten Jakob kam. Jakob a.s. Und von Jakob a.s., weil dort die Geschichte der Kinder Israels beginnt, wurde sie dann dort an die Kinder Israels übertragen. Berichten einige Tafsir-Bücher mit. Wenn ich sage Tafsir-Bücher, Achtung, Vokabular, heißt das nicht Koran und Sunna. Ein Koran und Sunna ist was anderes. Ein Tafsir-Bücher. Tafsir-Bücher ist, wenn die muslimischen Gelehrten einen Beweis heranziehen, wo die sagen, wir nehmen es einfach mal auf. Hat aber im Koran und der Sunna keinen Beweis. Könnte es möglich sein? Könnte möglich sein. Ist aber nicht Fakt. Dann gibt es einige Querdenker zum Thema Bundeslade, die behaupten, Achtung, jetzt wird es interessant, wo normalerweise alles interessant ist, dass die Bundeslade aus Ägypten stammt. Dass die Bundeslade aus Ägypten stammt und in dieser Bundeslade, mit der Bundeslade zusammen, sich etwas befand, mit dem die Pyramiden in Funktion geraten sind. Das heißt, die Theorie, die Pyramiden sind keine Gräber, wird heute sehr stark darüber diskutiert. Meine persönliche Meinung, ich glaube auch nicht, aber ich betone, ich glaube auch nicht, dass die Pyramiden Gräber sind. Weil sie haben in meinen Augen keine Grabfunktion. Dafür gibt es das Tal der Könige. Kralların Vadisi. Da sind die Gräber der Pharaonen. Ich vermute höchstwahrscheinlich, dass diese Pyramiden eine andere Funktion hatte. Ich habe in der Sure Baqarah schon darüber genug berichtet. Jedoch behauptet diese Theorie, dass die Bundeslade ein Gerät, ein Makina gewesen war, was, wenn man sie in die Pyramide genau hineinplatziert hat und wenn man sich mal diese Gänge von der Pyramide vorstellt und diese bestimmten Kammern vorstellt, dann sieht man ganz genau, boah, das passt ja rein. Dass dort, wenn man das dort reingemacht hat, Shechina, diese magische Sache, die dort war, dass diese Pyramiden dort in Funktion geraten ist. Wir haben nichts Handfestes, es gibt einige Archäologen, die untermauern das, ist aber nicht Thema des Unterrichts, ich spreche das Thema nur an. Es wird behauptet, weil wir wissen das ja aus der Bibel und aus dem Koran. Allah hat ja Pharao mit den 9 Plagen bestraft. Heuschrecken, Blut etc. Und daraufhin erlaubt ja Allah, Entschuldigung, ein Wort zurück, daraufhin erlaubt ja Pharao, den Kindern Israels mit Moses Ägypten zu verlassen. Er sagt, ihr könnt jetzt Ägypten verlassen, geht in euer Land, macht was ihr wollt, lasst mich aber in Ruhe. Ein Tag vorher erlaubt er ihnen das, die Kinder Israels ziehen los, kommen an das Meer und plötzlich kommt Pharao hinterher mit seiner Armee. Warum lässt du sie los? Und warum änderst du deine Meinung nach 24 Stunden? Es wird von den Querdenkern, also wenn ich sage Querdenker, also es ist weder Koran, weder Sunna, weder Torah, weder gar nichts. Es wird von den Querdenkern behauptet, dass die Kinder Israels die Funktion der Pyramide in dieser Bundeslade drin hatten. Und das der Grund gewesen war, warum Pharao
hinter den Kindern Israels hergereist ist, weil wenn sie dieses Gerät nicht mehr haben, funktioniert die Pyramide nicht. Wenn die Pyramide nicht funktioniert, funktioniert sein Königreich nicht. Das war der Grund gewesen, warum er hinter den Kindern Israels gegangen ist. Lass uns darüber streiten. Jeder kann seine Meinung dazu haben. Wisst ihr, was interessant ist? Das war der Beginn des Endes, das war der Beginn vom Ende des Königreichs Pharaos gewesen. Danach war aus. Dann gibt es einige Querdenker, die behaupten, dass damit mit der Bundeslade, Achtung, eine Kommunikation mit Außerirdischen gemacht worden ist. Das heißt, die behaupten, dass diese Bundeslade, die ich ja gezeigt habe, in dem ja hier, genau hier, die Schechina entstanden ist, dieser leuchtende Punkt, dass hier ein Gerät war, wir wissen ja, es ist wieder mit Elektrik gefüllt. Heute, ich habe es nochmal, wenn man diese Bundeslade heute bauen würde, genau maßtreu, innen mit Akazienholz, außen mit Gold, ist das elektrisch geladen. Auch heute. Es wird von den Querdenkern behauptet, dass durch diese Ladung hier eine Kommunikation mit Außerirdischen entstand. Denn sie sagen, Gott ist ja wohl so kadir mutlak, so unabhängig von allen, dass er bestimmt keine Bundeslade braucht, um mit den Menschen zu kommunizieren. Das braucht man ja nicht. Aber sie sagen, aus den Quellen basierend, hier, das war ein Gerät, Bimakina Ideal. Und was haben sie gemacht? Und Gott hat mit dieser Truhe, also Entschuldigung, nicht Gott jetzt, jetzt hole ich Gott raus, die Außerirdischen haben mit den Menschen kommuniziert. Und die Menschen dachten, und Moses dachte, sie kommunizieren mit Gott, aber es war niemals Gott gewesen, mit dem Moses kommunizierte. Es waren die Außerirdischen gewesen. Egal, von einer anderen Galaxie, von Sirius, von völlig egal. Das ist eines der Hauptgründe, warum in der Tora, in der veränderten Tora, der Gott, der dort beschrieben ist, anthropomorphistisch ist. Es ist immer ein Gott, der da ganz oben sitzt und über seinen Botschaftern, den Engeln, den anderen Außerirdischen, kommuniziert. Deswegen ist die Hand immer nach oben, weil wir ein Ursprung von Außerirdischen sind. Die Menschen sind ein Ursprung, eine Materie, die von Außerirdischen, von den Anunnakis, in den Sumerer-Schriften sehen wir sie 3000 vor Christus, die behaupten, da kommt übrigens auch der Name Adam vor, ne? Der Prophet Adam, die sagen, Adam war der erste Mensch, den die Anunnakis, die Außerirdischen, erschaffen haben. Das steht in den Tafeln der Sumerer geschrieben. Warum wurde Adam erschaffen? Adam wurde erschaffen aus der Erde der Welt, aus Reptilien. Und damit er, der Mensch, für die Außerirdischen Gold produziert. Weil diesen Rohstoff von Gold war ein sehr wichtiger Rohstoff gewesen, den man dort braucht, wo auch immer, Niburu oder wie man das nennt. Ja? Und so wurden die Menschen erschaffen, quasi die Knechtsarbeit zu machen. Dazu soll es auch angeblich archäologische Funde im östlichen, also im mittleren östlichen Teil von Afrika geben, wo Goldminen gefunden worden sind, die bis auf 100.000 Jahre unserer Zeit zurückzuführen sind, wo irgendwelche Kreaturen damals Gold herausgeholt haben. Deswegen soll heute Gold auch ein Wertrohstoff sein, mit dem wir quasi alles bemessen und nicht Diamant oder Silber. Es ist gerade Gold. Und so sollen die Außerirdischen, nachdem sie den Menschen erschaffen haben, immer mit den Menschen kommuniziert bzw. sie versucht haben, in ihren Bann zu ziehen. Daher sollen nach dieser Theorie alle Propheten nicht gelogen haben, aber sie waren Opfer der Außerirdischen gewesen, weil wenn ihr euch bestimmte Zitate aus der Bibel vorliest, einige aus dem Koran vorliest, seht ihr, wenn man sie in diesem Rahmen liest, immer mit der Kommunikation
Ich hatte Engel kommt dort runter, der kommt da runter. Da wird Mohammed plötzlich in den Himmel a.s. gehoben. Da geht Idris a.s., also Hermes, ja, Enoch. Da wird plötzlich von gefallenen Engeln gesprochen, ja, und so weiter und so fort. Und wenn wir einige Stellen des Alten Testaments lesen, sehen wir sogar genaue Definition von unterfliegen, also fliegenden Geräten. Ich habe darüber, darüber berichtet. Das ist die dritte Legende, die über die Bundeslade gesagt wird, von Querdenkern, dass das eine Kommunikationsgeschichte gewesen war, ein Gerät, was quasi zwischen den Menschen und den Außerirdischen funktioniert hat. Jetzt, natürlich, habe ich eure Köpfe ein bisschen durcheinander gemacht. Ja? Jedoch, guck mal, solche Nebeninformationen sind im Koranprojekt für die Zukunft sehr wichtig. Denn wir erziehen die Zuhörer, euch und den Brüdern und Schwestern im Internet, nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Alles, was sich für einige jetzt aktuell sehr lächerlich anhört, aber was labert der denn da schon wieder, werden wir schon für die kommenden Generationen anfangen zu beantworten, denn die kommende Fitna wird hier drauf aufgebaut werden. Heute kannst du sagen, das hört sich lächerlich an, was laberst du da? Aber ich habe schon zu Hause 5 Bücher auf Deutsch, die so dick sind, die diese Theorie aufbauen. Und sie ist natürlich falsch. Ich kann sie natürlich hier widerlegen, das ist aber nicht das Thema der Bundeslade. Bloß wir werden diese Sachen ansprechen. Und wenn Brüder und Schwestern mit diesem Thema nicht klarkommen, bitte sucht euch einen anderen Prediger. Sucht euch eine andere Moschee, sucht euch eine andere Plattform. Wir reden hier darüber. Weil heute wird an bestimmten Stellen schon darüber geredet. Und diese Theorie wird versucht zu untermauern. Und ich habe mir wirklich tiefgründig darüber Gedanken gemacht. Und das hat keine Hand und keinen Fuß. Obwohl natürlich viele Sachen logisch sind, alles was ich gerade jetzt gesagt habe. Aber erstmal müssen wir ihre Meinung verstehen. Dann müssen wir ihre Meinung platzieren. Und dann geben wir ihre Antworten drauf. Und Menschen, die damit nicht klarkommen, die eine Schwäche des Imans haben. Also mein Iman wird dadurch gekräftigt. Also ich habe kein Problem mit solchen Aussagen. Und wenn jemand sagt, Bruder, sag das nicht, mein Iman wird schwach, ja dann, tschüss, dann geh, dann ist dein Problem nicht mit mir, dann ist dein Problem mit dem Iman. Aber mein Iman, Alhamdulillah, wird dadurch letztendlich gestärkt, weil diese Theorie eine sehr, sehr schwache Theorie ist und was sehr, sehr letztendlich widersprüchlich ist. Ich habe aber nur gesagt, jetzt, weil heute das Thema der Bundeslade ist, und diese Leute kommen und sagen, Herr, seht ihr, diese Bundeslade hat genau diese Funktion gehabt, wobei alle drei, also sowohl als diese Truhe, wo Adam und also wo Eva drin gewesen war, als dafür, dass das von den Pyramiden kommt, geschweige denn, dass es von den außerirdischen Kommunikationsgeräten, also das Letzte sowieso komplett zu verwerfen, das mit den Pyramiden sehe ich, ich bin ganz ehrlich, 1%, 1%, und die Geschichte mit Adam und Eva, so ich weiß nicht, also auch 1%. Also da kommen mir die 98% schon, also diese 98%, was ich als faktisch berichtet habe, was heute aus der Tora berichtet wird, kommt mir schon sehr, sehr logisch letztendlich auch den Fundamenten entsprechend mit Hand und Fuß letztendlich vor. Jetzt natürlich gibt es diese Hauptfrage, bevor ich zum letzten Thema komme, weil ich werde ja berichten, was hat das heute für uns einen Sinn? Aber diese Frage möchte ich mal kurz hier, oder diese Antworten mal präsentieren. Ja, wo findet sich denn heute die Bundeslade? Wir wissen ja, seit 587 vor Christus gibt es sie ja nicht mehr. Wo ist die Bundeslade denn heute? Das ist so für Schatzsucher so, wo es dann spirituell wird. So, wo ist sie so? Fakt ist, seit 2000 ungefähr 600 Jahren gibt es die nicht mehr. Es gibt insgesamt 8 Antworten, wo diese Bundeslade sich befinden könnte. 8. Erstens, und das ist die stärkste Antwort, dass sie sich heute immer noch unter Masjid al-Aqsa befindet. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich schon jahrelang darüber beschäftigt habe oder beziehungsweise mir Informationen angeeignet habe, unterschiedliche Quellen, und ich vermute sehr höchstwahrscheinlich, sollte sie heute noch existieren, ich betone, sollte sie heute noch existieren, befindet sie sich sehr höchstwahrscheinlich unter Masjid al-Aqsa, unter dem Tempel Salomos in Jerusalem. Das habe ich auch von einem jüdischen Rabbi mitbekommen. Diese
Aber es wurde gegraben und nicht gefunden, sagt man. Ne? Die Tempelritter waren dort gewesen, die waren da gewesen, die waren, die Kreuzzügler waren da gewesen. Man hat sie nicht gefunden. Ja, sagt man, das sagen die Juden. Die Masjid al-Aqsa wurde von Suleiman a.s. so aufgebaut, dass sie aus drei verschiedenen, also im Keller nochmal in drei Schichten nach unten besteht. Sie haben immer die erste Schicht oben beobachtet, war nichts mehr. Eine Gruppe war, die kam an die zweite Schicht. Oder geht es dann noch weiter? Wir haben gesehen, da ist wieder Stopp. Die Juden sagen, es ist unter der dritten Schicht unten. Die Bundeslade befindet sich im Masjid al-Aqsa in der tiefsten Schicht, in der dritten bzw. eins der letzten Schächte von Masjid al-Aqsa. Das ist höchstwahrscheinlich die stärkste Meinung. Die zweite Meinung ist, dass sie sich in Äthiopien befindet, in der Stadt Aksum. Man nennt diese Bundeslade der äthiopische Tabot. Einen fachlich so. Der äthiopische Tabot, also Tabut. Der äthiopische Tabut. Und dort gibt es eine Stadt namens Aksum in Äthiopien. Da pilgern tausende Christen hin. Und da gibt es eine Kirche. Dort befindet sich ein Mönch, der sich um diese Bundeslade kümmern soll. Und wenn man dort diese Aufgabe übernimmt, sich um diese Bundeslade zu kümmern, kommst du bis zu deinem Tod nie wieder dort raus. Das heißt, du bist jetzt 20. Du sagst, ich möchte die Bundeslade beschützen. Also, ich gehe in diese Kirche, in den Keller, Nesartik. Ich bleibe dort, ich möchte mich so machen. Da wirst du berufen. Da hast du deine, ich übertreibe jetzt mal 500 Quadratmeter. Könnt ihr mal danach googeln, äthiopische Tabut in der Stadt Aksum. Du kommst bis zu deinem Tod nie wieder raus. Also wenn du 80 Jahre leben solltest, mit 20 rein, wirst du 60 Jahre nie wieder dort rauskommen. Das Interessante bei diesen Mönchen, die sich diese Aufgabe quasi bis zum Tod zugewidmet haben, ihre Augen leuchten. Die sind kaputt. Die können nicht an das Tageslicht gehen. Fragezeichen. Wie soll dann, wenn das denn so ist, wie ist denn diese Bundeslade nach Äthiopien gekommen? Antwort: über Belkis. Als Suleiman a.s. das Masjid al-Aqsa zu Ende gebaut hat, hat er mit Belkis geheiratet. Mit der Königin von Saba. Und diese Kombination, also Israel, israelisches Kalifat. Wenn ich Israel hier meine, meine ich immer das islamische Israel. Also israelisches Kalifatstaat. Dann gab es aber auch die Verbindung zu Saba. Deswegen gibt es heute viele Juden in Äthiopien und Saba. Jemen-Yahudilerim. Wie kommen die dorthin? Das ist wegen der Königin Saba von Belkis. Also was ungefähr 1000 vor Christus zu datieren ist. Und das ist diese Verbindung, wie die Bundeslade nach Äthiopien gelangen soll. Das ist die zweitstärkste Meinung. Die dritte Meinung ist, dass sie sich bis zum heutigen Tag in Istanbul befindet, in der Gegend entweder von Hagia Sophia, von der Hagia Sophia, oder sogar im Topkapı-Palast. Im Topkapı-Palast werden uns einige Berichte über die Sultane berichtet, wie es dort eine Truhe gegeben haben soll. Diese Berichte gibt es in den osmanischen Archiven, dass die osmanischen Sultane sagen, in diesem Raum befindet sich eine Truhe, keiner darf sich dieser Truhe nähern. Das haben wir schriftlich. Dann gibt es die Meinung, dass sie sich unter der Hagia Sophia befindet, denn als Justinianus die Hagia Sophia das zweite Mal, die Hagia Sophia wird ja mehrmals erbaut. Also so wie wir die Hagia Sophia heute kennen, also die Hagia Sophia, ist ja eigentlich so der Bau von Justinianus gewesen. Wir reden ungefähr im 5. Jahrhundert nach Christus. Am Anfang war die Hagia Sophia, die Hagia Sophia, eine Basilika gewesen. Das ist ein normales Gebetshaus für die Kirchen, für die Christen gewesen. Diese Basilika wurde zerstört. Dann wurde
Dann gab es auch einen Aufstand dort, an dem 30 bis 40.000 Menschen abgeschlachtet worden sind. Ich rede also von der Gegend von Hagia Sophia. Und dann wurde nach diesem Aufstand, wurde die Hagia Sophia so in der ähnlichen Art, wie wir sie heute kennen, von Justinianus gebaut. Und als Justinianus die Hagia Sophia zu Ende baut, sagt er einen ganz wichtigen Satz, indem er sich Richtung Jerusalem wendet. Er sagt, Salomon, ey Salomon, ich habe deinen Bau übertroffen. Das kann man als Hochmut interpretieren, gar keine Frage. Wenn ihr heute in die Hagia Sophia reingeht, über der Tür, ganz oben ist das Zeichen von Salomon, das Tempel von Salomon. Also der Ursprung der Bau der Hagia Sophia ist eigentlich, gegen den Bau von Salomon eine höhere, eine bessere Gotteshaus zu bauen, als in Jerusalem. Deswegen hat Justinianus diesen Satz gesagt, O Salomon, hör zu, ich habe deinen Bau mit meinem Bau übertroffen. Damit meint er die Hagia Sophia. Jedoch sagen einige Querdenker, immer auf meine Wörter achten, einige Querdenker, er hat das nicht deswegen gesagt, weil er den Bau übertroffen hat. Er hat das gesagt, weil ab jetzt nun die Bundeslade in der Hagia Sophia sich befindet. Die Heiligkeit ist hier, O Salomon, weil die Bundeslade sich in der Hagia Sophia befindet. Und wenn ihr mal, inshallah, irgendwann mal in die Hagia Sophia reingeht, könnt ihr auch googeln logischerweise, und ihr guckt mal an die Kuppel hoch, dann seht ihr dort Engel aufgemalt. Vier Engel, die über die Kuppel gucken, an der Kuppel sind, und einer, der quasi in Richtung Gebetsrichtung ist, der wurde natürlich abgedeckt. Das interpretiert man als, das ist das Zentrum Tahmiluhul Melaike. Sie wird von Engeln getragen, symbolisch, dass genau dort, darunter, ich weiß nicht, ob die diesen Ort jetzt verdeckt haben, ihr wisst ja, seit 2020 betet man ja in der Hagia Sophia jetzt wieder, da gibt es einen Ort, der sich genau unterm Kronleuchter befindet. Ich weiß nicht, ob dieser Ort, ich glaube, den haben sie nicht mit Teppich zugemacht. Man sagt im Türkischen, Kralların Taç Giydiği Yer, wo die Könige gekrönt worden sind. Das befindet sich genau unter der Kuppel, unter dem Leuchter. Da ist das einzigste Ort, wo noch Marmor ist, also Marmordiel, Entschuldigung, Stein ist. Und genau unter diesem Dings, wo die Könige gekrönt worden sind, genau da, wenn man irgendwie ganz runter geht, ja, befindet sich da unten ganz tief irgendwo die Bundeslade. Und deswegen soll dieser Ort einen sehr magischen Punkt haben, also explizit die Hagia Sophia. Einige sagen, das ist in Cemberlitaş. Wenn ihr von der Hagia Sophia in Richtung, wie soll ich es erklären, Richtung Berzet geht, wo das Grab von Sultan Abdul Hamitan ist, befindet sich auf diesem Weg Cemberlitaş. Wir reden von einer Strecke von ungefähr 1,5 Kilometer. Und einige sagen, da gibt es bei Cemberlitaş einen Stein, eine Säule, die sich genau an den Tramway, an der Metro befindet. Die sagen, genau unter diesem Stein befindet sich die Bundeslade. Jetzt wird dir natürlich sagen, Furkan, weil du aus Istanbul kommst, jetzt hast du natürlich sehr lange über Istanbul berichtet. Leute, die Sache mit Istanbul, ich habe sie an dritte Stelle genommen, weil es faktisch einfach so ist. Aber die ist nicht zu unterreden, weil es gab einen damaligen Kreuzzug gegen die Christen. Also die Christen, die haben gegen die Christen einen Kreuzzug gemacht. Und der größte Kreuzzug der Christen gegen der Christen war im Jahre 1204 bis 1265 gewesen. Als sie aus Frankreich, aus Österreich, aus Germanien kamen und wollten zu nach Jerusalem, wieder mal, nach Salah ad-Din Ayyubi natürlich, haben sie gesagt, wir gehen nach Istanbul, nach Konstantinopel. Leute, die haben Konstantinopel 60 Jahre lang geplündert. Geht doch mal in die christlichen Bücher, warum reden sie nicht darüber, über europäische Geschichte? Die haben Istanbul, damalig Konstantinopel, 60 Jahre lang geplündert. Heute sagen sie so, ja, Fatih Sultan Mehmet hat den Leuten einen Tag erlaubt, die Stadt zu plündern. Ein Tag, Leute, und wo sind 60 Jahre? 60 Jahre haben sie die Stadt, wisst ihr, warum sie die Stadt geplündert haben? Der eigentliche Grund war die Suche nach der Bundeslade gewesen. Sie wussten, die Bundeslade, oder sie haben sehr stark vermutet, die Tempelritter, die Kreuzritter, die Bundeslade befindet sich
in Konstantinopel. Die haben die Stadt kurz und klein gemacht. 60 Jahre lang. Wenn du es noch ein Jahr, einen Monat machst, kann man es ja nachvollziehen. Du hast Elan, du hast Dings, aber 60 Jahre. Die Stadt, als Fatih Sultan Mehmed die 150 Jahre, 200 Jahre später erobert, findet er einen Schrotthaufen. Fatih Sultan Mehmed hat diese Stadt erst wieder aufgebaut, die Osmanen. Denn die Christen haben als Christen diese Stadt selber zerstört. Ich rede, wie gesagt, vom Jahre 1204. Und das war eins der Hauptgründe, oder das soll eins der Hauptgründe gewesen sein, warum sie in Richtung Istanbul gegangen sind, Konstantinopel, um die Bundeslade zu suchen. Der vierte Punkt, wo die Bundeslade sein könnte, ist wieder in der Türkei. Also drei davon sind in der Türkei. Ist in der Stadt Tarsus. Man vermutet sie in der Stadt Tarsus. Das ist eine Stadt neben Mersin. Übrigens, in Tarsus wird auch diese Höhle von Ashab-i Kehf vermutet. Und in Tarsus ist übrigens auch das Grab von Daniel a.s. Wir haben Videos drüber gemacht. Der fünfte Ort, an dem die Bundeslade vermutet wird, ist wieder in der Türkei. In einer Kirche in Hatay. In einer Kirche in Hatay wird sie vermutet. Der sechste Ort ist, wo sie vermutet wird, die ist auch sehr, sehr stark, unter dem See Genezare. Unter dem See Genezare im Jordangraben. Das ist ein bisschen nördlicher von Jordanien. In diesem See Taberigöl. Genezare, sagt man. Unter diesem See soll sich die Bundeslade befinden. Übrigens, ein Zeichen des Weltuntergangs soll auch sein, dass dieses See austrocknen wird. Der siebte Punkt, der vorletzte Punkt, wo die Bundeslade sich befinden könnte, ist, dass man sagt, sie steht bis heute im Schutze einer Familie. Eine Familie beschützt sie. Also ihr wisst ja, ja, sie kam ja, die war ja unter dem Schutz der Levis gewesen. Man sagt, über eine andere Familie oder über die gleiche Familie wird diese Bundeslade beschützt, denn sagen wir mal, die Bundeslade wäre heute hier. Ich würde nicht in die Nähe gehen. Weil wenn du sie anfährst, stirbst du ja. Und wenn du gar keine Ahnung hast, wie man mit diesem, in Anführungsstrichen, Gerät umgeht, dann bekommst du vielleicht Krankheiten, weil eine Strahlung von dort kommt. Also müssen Fachkräfte daran. Und dieses Fachkräftewissen ist nur in einer Familie. Deswegen steht sie heute im Schutze einer X-Familie. Die sechste Interpretation, die achte und die letzte, wo sich die Bundeslade befinden könnte, ist, das sehe ich ebenfalls auch sehr stark, ist irgendwo im Himmel. Semada yani. Das habe ich so ein bisschen so als meine eigene so mit untermauert. Gibt es dafür einen Anhaltspunkt? Ich finde zwei. Denn nachdem die Kinder Israels die Bundeslade an die Feinde verloren hatten, haben wir gesehen, brachten es die Engel später an Talut wieder zurück. Die Engel, Tahmiluhul Melaike, die Engel bringen das Tragen zurück. Im Koran sehen wir nichts weiteres. Wir sehen aber, interessanterweise in den Tafsir-Büchern, dass von Ibn Abbas, Ibn Zayd, Suddi, Qatade und Taberi berichtet wird, dass sie in der Zwischenzeit sich in den Himmeln befand. Also nachdem die Kinder Israels die Bundeslade verloren haben an ihre Feinde, hat sie sich angeblich in den Himmeln befanden. Deswegen waren die Engel es die gewesen, die sie zurück an Talut brachten. Daher könnte es sein, ich betone, es könnte sein, dass sie im 5. Jahrhundert vor Christus wieder dort zurückgebracht wurde, so dass sie von den Menschen dort geschützt ist. Deswegen im Koran der Begriff Tahmiluhul Malaika, sie wird von den Engeln getragen. Könnte man verstehen, dass sie bis zum heutigen Tage von den Engeln getragen wird. An einem Ort im Sema. Und letztendlich, Allah weiß es am besten. Komme ich zu unserem letzten Teil und zu unserem wichtigsten Teil des Unterrichts. Denn was wir heute hier mitnehmen müssen, ist der Begriff, der hier berichtet wird, Fihi Sekinetun. In ihr befindet sich eine Sekine, eine Shachina. Das heißt Sukunet, eine innere Ruhe, Khusush. Sekine
ist ein im Koran erwähnter besonderer Seelenzustand, ein besonderer Seelenzustand. Es gibt kein genaueres Äquivalent in der deutschen Sprache. Also eine 1:1 Übersetzung von Sakina im Arabischen oder Shachina im Hebräischen. Eine hundertprozentige Übersetzung gibt es nicht. Jedoch die Wörter Ataraxie, Ruhe, Gelassenheit, Seelenfrieden, Glückseligkeit, Sicherheit und Gottesbewusstsein. Diese 7 Namen, Bedeutung, geben die Bedeutung vielleicht am besten wieder. Der Begriff leitet sich vom gleichen semitischen Wortstamm ab wie das hebräische Wort Shachina, das von der Wortwurzel Shakan, also Zelten, bedeutet. Zelten, Shakan. Mishkan ist das Zelt, in dem die Bundeslade war. Shachan, Shachana, Shachina kommt von dem Wort Sukunet, Teskin, aber auch arabisch Sukun, das heißt Einwohnung. Wenn man im Arabischen fragt, wo wohnst du, dann sagt man Eyne Teskun. Eyne Teskun. Nerede sükunet buldun? Wo wohnst du? Denn nur dort, wo du wohnst, in deinen eigenen Häusern, Wänden, da hast du deine Ruhe. Eyne Teskun. Deswegen, Sukun heißt Einwohnung, Zelten, zur Ruhe kommen, Glückseligkeit. Das heißt, das ist alles, das, also wo man sich niederlässt. Es bezeichnet sich auf die Gegenwart Gottes bei seinem damaligen auserwählten Volk der Ben Israel. Weil dort Gott, jetzt bitte Achtung, das ist eine Terminologie, die symbolisch verstanden werden muss. Weil Gott dort Sukun gemacht hat. Er hat nicht dort gewohnt, er hat dort seine Macht gelassen. Deswegen seine Shekhinah, seine Sukunet und seine Sekinet niedergelassen. Jetzt sagt ein Deutscher namens Köhler, Baumgartner, er sagt, das Wort, das Gottes Manifestation, Tejelliat, oder Existenz auf der Erde ausdrückt, sagt er. Das, guck mal, das übersetzt er als Sekine. Das Wort, das Gottes Manifestation, Tejelliat, oder Existenz auf der Erde ausdrückt, kommt von der Wortwurzel Shakken, was sich niederlassen, sitzen bedeutet. Rarib el-Isfahani, ein sehr wichtiger Sprachgelehrter mit seinem berühmten Werk El-Mufradat, beschreibt das Wort folgendermaßen. Rarib el-Isfahani sagt, der Engel, der das Herz des Gläubigen beruhigt und ihm Zuversicht schenkt. Der Geist, der einen davon abhält, sich der Lust zuzuwenden, Shehwet, der Zustand der Angstlosigkeit. Wenn du keine Angst mehr hast, wenn deine inneren Triebe der Gelüste weg sind, ja, und dein Herz einzig und allein Allah gehört und komplett angstlos bist, das nennt man Sekinet. Und jetzt ist interessant, obwohl im Koran hier die Bundeslade nur einmal vorkommt, kommt Sekinet, diese Macht, was ja eigentlich, damit ihr den Background immer versteht, hier sich manifestiert hat. Und den Kindern Israels bei der Landeinnahme Macht gegeben hat, gibt es im Koran an 6 Stellen. Sekinet. Es ist interessant, Leute, diese 6 Stellen, in was für einem Kontext die stehen. Wenn wir Sekinet verstehen, guck mal Leute, wenn wir Sekinet nicht verstehen, Wallahi, wir werden die Bundeslade nicht verstehen. Denn im 248. Vers ist eines der wichtigsten Bestandteile der Bundeslade. Fihi Sekinetun. In ihr ist eine Shekhinah. Sie strahlt Sekinet aus. Und wenn wir uns mal anschauen, an was für Stellen im Koran, in was für einen Kontext dieses Sekinah berichtet wird, werden wir den Tabut noch besser verstehen. Das ist das letzte Thema, dann hören wir inshallah mit dem heutigen Unterricht auf. Aber beschränkt euch nochmal inshallah kurz an. Der erste Vers ist der Vers, den wir heute bearbeitet haben. Der 248. Vers des Surah Baqarah. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ Und der Prophet sagte zu ihnen, إِنَّ آيَةُ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِكُمُ التَّابُوتُ فِي سَكِينَةُ مِنْ رَبِّكُمْ Das ist das erste. Der zweite Vers ist in der Surah Taube im 26. Vers. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ
Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe, also Sakinat, auf seinen Propheten Gesandten und auf die Gläubigen herab. Und er sandte Armeen, Herrscharen, Ordular herab, lem tarauha, die habt ihr nicht gesehen. Wa'azzaba allazina kafaru, und strafte diejenigen, die ungläubig waren. Wazalika jazaul kafirin, das war der Lohn der Ungläubigen. Der andere Vers, ja, wieder in der Surah Taube, im 40. Vers, sagt Allah, wenn ihr ihm nicht helft, dem Propheten Mohammed, so hat Allah ihm schon damals geholfen, bei der Hijra, als diejenigen, die ungläubig waren, ihn als einen von Zweien vertrieben, in der Jabal al-Thawr. Als die beiden in der Höhle waren, Abu Bakr und Rasulullah alayhi salatu wassalam. Als er zu seinem Gefährten sagte, La tahzan, inna Allah ma'ana, fürchte dich nicht, denn Allah ist mit uns, in der Höhle von Thawr, bei der Auswanderung von Mekka nach Medina, wo die Mushrikun in die Höhle reingucken und Abu Bakr sagt, Ja Rasulullah, ich sehe sie, sie müssen mich sehen. Und er sagt, La tahzan, inna Allah ma'ana, fürchte dich nicht, O Abu Bakr, Allah ist mit uns. Jetzt sagt Allah, als diese Situation gewesen war, dieser Angstzustand, فَأَنْزَلَ اللَّهُ hat Allah seine Sakinat herabgesandt, عَلَيْهِ auf ihn, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, sandte seine Sakinat herab und stärkte ihn mit Armeen, mit Herrscharen, die ihr nicht saht. Und er erniedrigte das Wort denjenigen, die ungläubig waren, während das Wort Allahs, كَلِمَةُ al-ulya, das hohe ist. Allah ist allmächtig und allweise. In einem anderen Vers, in der 48. Sure, im 4. Achtung, das ist die Sure Fetih. Das vorhin war, zwei Verse aus der Sure Taube, Taube 26, Taube 40, das sind Dschihad-Suren. Das sind Kampfsuren. Jetzt gehen wir in die Sure Fetih, in die Eroberungssure. Kommt wieder das Wort vor. Interessanterweise ist, die letzten drei Mal kommt komplett in der Sure Fetih vor. In der Eroberung. Wo Allah sagt, im 4. Vers der Sure 48, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Er hat das Sakinat in die Herzen der Gläubigen herabgesandt, liyazdadu imanan ma'a imanihim, damit sie in ihren Glauben noch mehr an Glauben zunehmen. Walillahi junudus samawati wal ard, nur Allah gehören die Himmel, die Herrscharen auf Himmel und Erden, وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, und Allah ist allwissend und allweise. Im 18. Vers der gleichen Sure Fetih, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ, Allah ist mit den Gläubigen zufrieden geworden, إِذْ يُبَاعِعُونَكَ, als sie dir den Treueid leisteten, O Muhammad, تَحْتَ الشَّجَرَةِ, unter diesem Baum, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, und er wusste, was in ihren Herzen ist, Achtung, فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, und er sandte ihnen die Sakinat herab, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, und belohnte sie mit einem ganz nahe bevorhin stehenden Sieg. Wieder Sakine, wieder Krieg, Kampf. Sakine, Kampf, Krieg. Krieg, Sakine, Kampf. Kinder Israel, Sakine, Bundeslade, Kampf. Kampf, Armee, Krieg, Kampf. Sieg, Fettig, Töbe, wieder Kampf. In der Tora genau das Gleiche. Wir sehen die Bundeslade immer im Kampf. Sie wird vorne gezogen, sie siegen. Sie umkreisen eine Stadt, sie siegen, sie machen die Stadtmauer auf. Da war die Bundeslade, hier ist die Sakine. Damals war nur die Bundeslade und die Sakine. Heute gibt es keine Bundeslade, heute gibt es die Sakine. Im letzten Vers, im 28. Vers, Entschuldigung, im 26. Vers der Sure Fetih steht geschrieben, sehr interessant, dazu muss ich ein, zwei Sachen sagen. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ. Merkt euch diese Wörter. حَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ. Als diejenigen, die ungläubig waren, in ihren Herzen die Hitzigkeit, حَمِيَّةَ, in ihren Herzen die Ungläubigen die Hitzigkeit, also حَمِيَّةَ entfachten, die Hitzigkeit, die حَمِيَّةَ der Unwissenheit. Die Ungläubigen hatten in ihren Herz حَمِيَّةَ in ihrer Jahiliyyah.
فأنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم بكلمة وألزمهم كلمة التقوى. Da sandte Allah seine Sekine auf seinen Gesandten, auf die Gläubigen herab und ließ sie an dem Wort der Gottesfurcht, Kalimat al-Taqwa, festhalten. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. Sie hatten ja größeres Recht darauf und waren dessen würdig. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Und Allah weiß über alles Bescheid. Achtung, jetzt, zu diesem Vers, also zu dem sechsten und letzten Vers, wo das Wort Sakina, immer mit Krieg, immer mit Armeen, immer an vorderster Front, wird gesagt, insbesondere der letzte Vers, also der 26. Vers der 48. Sure, enthält einige für den Islam sehr wichtige Begrifflichkeiten, die dabei helfen, den Bedeutungsgehalt von Sakina besser zu erschließen. Einer der Schlüsselbegriffe ist hier Hamiyye. Weil es gibt hier zwei Wörter, eins ist Hamiyye, eins ist Sakina. Hamiyye wird auf Deutsch blinder Eifer, heftige Erregung und Trotz übersetzt. Nochmal, blinder Eifer, heftige Erregung und Trotz. Das ist die Übersetzung von Hamiyye, beziehungsweise Hitzigkeit. Das kommt Humma, sagt man ja, wenn man schwitzt. Das ist diese Übersetzung. Es ist deutlich, dass Hamiyye offenbar das genauere Gegenteil der Sakina darstellt. Während die Mekkaner voll Rage, blinden Eifers oder ungeordneter Erregung sind, Nationalstolz, durchgeknallt, emotional gestört eigentlich. Hamiyye, emotional gestört, voller blinden Eifers, voller Rage und ja, eine so unkontrollierte Rage, befanden sich die Muslime in einem anderen Zustand, nämlich der Sakina, der inneren Ruhe und der Stärke. Der verwandte Ausdruck Jahiliyyah wird hier nämlich genau als Unwissenheit, das sind die Leute der Unwissenheit, der Jahiliyyah, und so übersetzt. Dem Korantext zufolge war diese Zeit von Hamiyyah gekennzeichnet, also dem Blindeneifer. Mit dem Islam kam jedoch die Sakina, also der innere Frieden. Damit eng verbunden erscheint das ständige Bewusstsein der Gegenwart Allahs, was wir in diesem Vers nämlich sehen, Taqwa. Nur durch dieses Bewusstsein kann letztendlich die Sakina erreicht werden, durch Taqwa. Sakina ist demnach die Art von Frieden, Gelassenheit und Ruhe, die man im Vertrauen auf Allahs Gegenwart und Fürsorge findet. Im Gegensatz zu Hamiyye. Und das, wie gesagt, was für uns hier sehr wichtig ist, ist, ja, dass das mit der Truhe in Verbindung ist. Wir haben heute nicht mehr die Truhe, wir haben aber die Sakina. Wir haben die Sakina. Wo finden wir die Sakina? In der Andacht zu Allah. Im Kampf. Ja. Wenn du dich abmühst. Die Sakina wird herabgesandt im Kampf. Das ist nicht meine Aussage. Das steht in den Büchern geschrieben. Auch in der Tora. Bloß in der Tora war die Bundeslade mit dabei. Heute gibt es die Bundeslade nicht. Und Allah sendet uns die Sakina direkt herab. Bloß mit einem wichtigen Code. Dass du dich auf das Maximalste auf Allahs Weg anstrengst. Deswegen ist der Dschihad a'zamu darajatan indallah. Das Maximalste, was du auf dem Wege Allahs machen kannst. Dschihad heißt aber nicht immer mit der Waffe. Dschihad ist, dass du dich am maximalsten anstrengst. Denn Allah sagt im Koran, diejenigen, die auf unseren Wegen sich auf das Maximalste abmühen, liyahdiyannahum subulana, denen werden wir die Wege öffnen. Und denen wird das Sakina herabgesandt werden. Du kannst nicht zu Hause dein Tesbih in die Hand nehmen und kannst 70.000 Mal Dings mal, da kommt was anderes herabgesandt. Du musst dich anstrengen. Anstrengen auf dem Wege Allahs und dann Zikr machen. Der Zikr ist immer, das Andacht Allahs, ist immer mit der Kombination auf das Anstrengen gemeint. Wenn du dich nicht körperlich anstrengst auf dem Wege Allahs, wird dein Zikr keinen Effekt zeigen, den er will. Er wird dein Herz reinigen. Ela bi zikrillahi tatma'innul qulub. Durch das Zikr wird das Herz weich.
Du wirst sauber, du bekommst Dings. Aber Sekinet ist was anderes. Sekinet kommt im Koran 6-mal nur an Stellen auf das maximalste Abmühen vor. Um dem Wort Sekinet seinen letzten Hauch noch zu geben, werde ich die Aussagen unserer Gelehrten nehmen, was in den Tafsir-Büchern geschrieben steht, was über Sekinet gesagt worden ist. Und ihr werdet schockiert sein. Ich werde das nicht weiter kommentieren. Ich werde nur sagen, was unsere Gelehrten über Sekinet gesagt haben. Weil wir sehen ja, hier ist ja Sekinet vielleicht sogar etwas Lebendes, was gesandt wird. Wir wissen es nicht. Schaut mal, was unsere Gelehrten sagen. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, behauptet, dass Sekinet ein wehender Wind ist, welches ein Gesicht eines Menschen besitzt. İnsan yüzlü bir rüzgar. Sekinet. Mücahid behauptet, das sind die Gelehrten der zweiten Generation, dass es ein Geschöpf mit zwei Flügeln ist, dessen Kopf der Kopf einer Katze ist. Abdullah ibn Abbas und Suddi sagten, dass es ein Goldgefäß ist, in dem die Herzen der Propheten gereinigt wurden. Wir kennen einen authentischen Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der wird in Buhari und Muslim berichtet, wo unser Prophet sagt, ihr kennt diesen Hadith, eine Person rezitierte die Sure Kef, die 18. Sure des Korans, und sein Pferd stand neben ihm, festgebunden, mit zwei langen Seilen. In jenem Augenblick, als er die Sure Kef lieste, bedeckte ihn eine Wolke. Und die Wolke begann sich ihm zu nähern. Das Pferd hatte Angst vor dieser Situation und galoppierte. Am Morgen ging diese Person zum Gesandten Allahs, also zum Propheten Mohammed a.s. und er erzählte ihm den Vorfall. Er sagt, ja Rasulullah, das und das ist passiert, ich habe die Sure Kef verlesen. Plötzlich kam eine Wolke, die näherte sich, mein Pferd springt auf und runter. Da sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, dies war die Sekina, sie wurde um des Koran Willens herabgesandt. Eine Sahih-Aussage, Sekina kommt auch, wenn man den Koran in einem bestimmten Kontext verliest. Es muss immer eine maximalste Situation sein, wo man auch sich für den Weg Allahs abmüht. Aufgrund dessen behauptet Imam Qurtubi, dass Sekina ein gesonderter Geist beziehungsweise eine unabhängige Seele, ein Ruh ist. Das behauptet Imam Qurtubi aufgrund dieses Hadithes und Wahb ibn Munabbih ebenfalls. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, ein Neuzeitgelehrter in Anführungsstrichen des 20. Jahrhunderts, nahm folgenden Hadith unseres Propheten, der bei Abu Dawud und Tirmizi vorkommt, und er sagte, das ist normalerweise kein Hadith, man sagt Haber dazu. Die Propheten hinterließen kein Gold und Silber als Erbe, jedoch hinterließen sie das Wissen als Erbe. Er nahm diesen Hadith als Beweis, dass daher von Moses und Aaron als Bakir, als Rest, nur das Wissen und die Religion verstanden werden sollte und daher alles samt Bundeslade als Sekina zu bezeichnen ist. Das ist die Interpretation von Mohammed el-Malhamdi Yazir. Imam Kushayri, ein sehr wichtiger Tasawuf-Gelehrter, behauptet, dass die Sekina, welche der Umma Mohammeds gegeben wurde, wertvoller sei als die Sekina, die den Kindern Israels gegeben wurde. Denn sie, die Sekina für die Kinder Israels, war fixiert auf die Bundeslade und damit immer an einem Ort gebunden. Die Sekina für die Umma Mohammeds jedoch hat ihren Platz in den Herzen der Gläubigen gefunden. Das ist die Aussage von Imam Kushayri. Ich mache meine Unterschrift drunter. Sekina kann nach islamischer Ansicht durch das Einhalten der Gebote Allahs erreicht werden. Insbesondere im islamischen Mystizismus, also dem Tasawuf, spielt die Sekina eine sehr große Rolle und wird daher als Ilham, Marifet, Yakin oder sogar als Nur bezeichnet. Das war's inshallah zu dem heutigen Unterricht zum Thema der Bundeslade. Ich habe mir überlegt, naja, das waren natürlich jetzt sehr viele Informationen über die Bundeslade aus verschiedenen Quellen.
Kann man dazu etwas Abschließendes sagen? Kann man sich auf eine Aussage fixieren? Also ich möchte mich auf nichts fixieren. Ich möchte da natürlich an erster Stelle an ich meine Unwissenheit in Vordergrund stellen und muss sagen, ich möchte jetzt nicht den frechen Mut oder die Unverschämtheit mir zuschreiben, um da jetzt eine konkrete Sache mir jetzt auf einer Sache zu fixieren. Jedoch, was ich mir so als persönlich gesehen als Lektion hier rausnehme oder beziehungsweise als Lehre hier rausnehme, ist folgende: Im Islam spielen daher in jeder Hinsicht die metaphysischen Angelegenheiten eine sehr große und entscheidende Rolle. Das ist so, was ich mir als Unterrichtslehre und Lektion hier rausnehme. Ihr könnt später inshallah andere ergänzen. Nochmal, meine Lehre, die ich mir hier rausgezogen habe, ist, vor allem im Kontext der islamischen Jamaat, der islamischen Bewegung und die darauffolgenden Epochen, ist, dass die metaphysische Angelegenheit wirklich eine sehr große Rolle spielt. Also hört auf, euch Stück für Stück zu säkularisieren. Die Metaphysik spielt eine sehr, sehr große Rolle. Das sehen wir in der ganzen Geschichte der Menschheit bzw. des Islams. Und letztendlich ist es ja auch so, Wallahu yu'tihu mulkahu man yasha, und Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Er gab es damals den Kindern Israels. Mit dem Propheten Mohammed hat er sie an die Umma Mohammeds, unabhängig von Völkern, an alle, die La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mit seinen Bedingungen sagen, hat es denen letztendlich übergeben. Und wir sollten uns letztendlich dieser Pflicht bewusst sein. Im kommenden Unterricht, ab dem 249. Vers, werden wir inshallah mit unserer Reise mit Talut weitermachen. Dann werden wir nämlich sehen, wie Saul, also Talut, mit seiner Armee, da gehen wir wieder von den Kindern Israels, ihr seht, wie nah alles zueinander ist, wie seine Reise weitergeht. Und wir werden inshallah sehr wichtige Lehren wieder versuchen, aus dieser Reise von Talut zu entnehmen, anhand der jeweiligen Verse. Jazakum Allahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bil qur'ani hakaman wa imaman, wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, wa kayfa tasbiru ala ma lam tughit li ghubra, haza firaku bayni wa baynik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana, in alhamdulillahi rabbil alameen.